letzten 15 Jahre so zusammengetragen habe in aller Welt. Und ich lerne immer wieder neue und spannende Sachen. Und es ist unglaublich, was alles da ist, wie viele Ressourcen da sind, was alles möglich ist. Und wir können eigentlich loslegen. Ja, die Definition neues Dorf, es ist kein eigentliches Dorf, kann es auch sein, aber das, was ich jetzt mal so vorstelle, als eine Idee von ganz vielen, das soll gar nicht jetzt ein Ideal sein, sondern einfach eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Erstmal ist die Idee, das neue Dorf ist eher eine andere Art von Bauernhof. Und zwar nicht so einer, sondern so einer. 100 Kleinbetriebe, 100 Familienbetriebe, statt eine Familie, die sich abquält, statt Getreide, was uns eh nicht gut tut, jede Menge Gemüse und andere Produktion, Permakultur, Vielfalt, auch Raum, Lebensraum für Insekten und Vögel und so weiter. Und eine Möglichkeit, einfach fantastisch zu leben, in einem Gartenbaubetrieb selber zu leben und mit den Pflanzen dort arbeiten. Und das aber nicht als Plackerei, sondern das, was ich 3/3 Jobs machen, um halt eine Vielfalt zu haben. Weiterverarbeitung ist wichtig, aber auch Produktion im kleineren Rahmen. Durch 3D-Drucker können wir inzwischen fantastische Sachen auch lokal machen. Elektrogeräte für den Gartenbau, Permakulturgartenbau entwickeln. Da gibt es so vieles, was noch zu machen ist. Und das sind alles auch Unternehmen, die möglich sind. Und dann natürlich der Dienstleistungssektor dazu. Und deshalb sollte es groß genug sein. Also mindestens 150 Leute, vielleicht bis maximal 300, so dass halt auch Dienstleistung präsent ist, dass es eine Schule gibt, die Kinder Gleichaltrige haben, dass es Altenpflege gibt und so weiter. Und einfach spannend ist. Gut, das ist die Kurzfassung und jetzt soll das halt so sein, dass Stadt und neue Dörfer zusammenwirken, so wie ihr das vorhabt. In Dresden gibt es schon Initiativen, die sowas auch machen wollen. Und es ist eigentlich sehr naheliegend. Ja, hier gleich Kontakt aufnehmen. Bitte. Und das ist jetzt so die Kurzfassung. Erzähle ich es aber noch ein bisschen genauer. Und erstmal die Übersicht, was ich mache. Ich werde erzählen, was ich mache, warum ich sowas überhaupt mache. Boden und Bodenleben, Gesundheit, ein bisschen anders gesehen. Ist eigentlich, der Normalzustand ist, dass wir strahlend gesund sind. Und wenn wir das nicht sind, müssen wir einfach das weglassen, was uns krank macht. Stadt und Land, das hat Hippokrates gesagt. Und der scheint recht zu haben. Ich zeige Ihnen das gleich mal. Das ist für mich auch noch neu. Toll. Stadt und Land zusammenwirken, Nachteile der Stadt. Da kommt auch ein Gedicht. Biointensiver Permakultur einbauen. Es geht nicht mit klassischem Gartenbau. Reine Permakultur, wie das so üblich gelehrt wird, ist auch zu wenig. Das muss man ergänzen mit anderen Methoden. Es gibt viele Methoden aus aller Welt. Biointensiv. Stevens aus Kalifornien, Fukuoka aus Japan und viele, viele andere. Und dann das neue Dorf. Und die Idee ist dazu da, Menschen wieder aufs Land zu bringen oder dass sie gar nicht erst wegziehen, damit genügend Menschen sich um den Boden kümmern, Humusaufbau und damit halt auch für eine gute Zukunft sorgen. Und einfach die Lebensgrundlagen erhalten und das die Welt noch schöner machen. Und abschließend dann Stadt und Land ergänzen sich. Das soll jetzt gar nicht sein, dass alle aufs Land ziehen wollen sollen. Das wäre furchtbar. Aber wenn es ein paar Prozent sind, ist das prima. Und Stadt-Land ist inzwischen 50%, seit vorletztem Jahr glaube ich, 50% der Weltbevölkerung lebt in Städten. Und die Leute, die sich da fachlich mit beschäftigen, UN-Organisationen, sagen dann, ja, 2030 wird das dann 70%. Statt zu sagen, Moment mal, jetzt ist langsam Ende, das ist zu viel schon, merkt man in den Metropolen, ja, die funktionieren gar nicht mehr. Dann könnte man mal sagen, okay, eine Zielgröße wäre 30% in den Städten, 70% auf dem Land. Das macht viel mehr Sinn. Ich habe mit vielen darüber gesprochen, die sich auch in dem weltweit auch mit den Themen beschäftigen und das ist im Grunde so ein bisschen ein Konsens. Also Abkehr von der übermäßigen Urbanisierung. Damit werden die Städte auch besser, weil die nicht mehr so diesen Druck haben. Können auch grüner werden, weil mehr Platz ist. Gut, wie komme ich zu dem Ganzen? Ich habe das Glück gehabt, eine Professur zu kriegen, 1998, C4 sogar, sowas gibt es gar nicht mehr heute, sowas Tolles, Institutsleitung,
Und ich leite da ein Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz. Das ist angeordnet bei Bauingenieurwesen und Umwelttechnik. Und ich habe selber Bauingenieurwesen studiert. Und das ist wahrscheinlich dadurch, weil ich als Kind immer zu viel Lego gespielt habe und meine Eltern mich da, meine Mutter hat sich mit positiver Bestärkung beschäftigt, ne, das sehr intensiv gemacht und das war ein bisschen zu viel. Da wollte ich Bauingenieur werden. Und zum Glück bin ich da nochmal entkommen und es gab die Siedlungswasserwirtschaft auch bei den Bauingenieuren. Und dann habe ich mich mit Kläranlagen beschäftigt und gedacht, oh ja, jetzt Wasser sauberer machen, ist großartig, tauchen die gern und so. Und dann war das erstmal so mein Beruf und als ich das dann gelernt habe und der erste in Deutschland war, der mathematische Modellierung von Großklärwerken machte, habe ich dann gedacht, mal, die Systeme machen gar keinen Sinn. Was ist hier los? Ich habe jetzt was gelernt, warum macht man das so? Und es hat da damals kein Echo gefunden. Und dann habe ich aber angefangen, das zu hinterfragen. Was würde man denn machen, wenn man tatsächlich die Nährstoffe wieder für den Boden gewinnen wollte? Und da zeige ich gleich noch ein paar Beispiele. Mal so ein bisschen die Richtung sehen. Habe ich auch damals schon ein Buch drüber geschrieben, beziehungsweise Jörg London und ich selber Abwasser. Ich habe ein paar dabei, wen das interessiert. Und so die Sachen, die auch für ländliche Entwicklung ganz wichtig sind, weil man darf keine großen Kanalnetze bauen, weil sonst ist das ganze Geld schon weg, was man für Schulen und was weiß ich auch braucht. Ja, ich habe jetzt da Freiheit der Forschung und ich habe jetzt eine Gruppe eingeführt, ländliche Entwicklung. Und wir haben jetzt inzwischen schon eine ganze Reihe Leute, die auch zu dem Thema arbeiten, auch Masterarbeiten, Doktorarbeiten, Projektarbeiten, auch wenn sie irgendwo Leute kennen, die irgendwas machen wollen, Praktika und so weiter, auch im afrikanischen Projekt zum Beispiel, können wir auch extern machen. Und das ist halt jetzt eine schöne Möglichkeit, halt das Wasser mal von der Seite zu betrachten, dass wir nur Wasser haben, wenn wir guten Boden haben. Nur dann gibt es eine Wasserneubildung, ne? Wenn die Böden kaputt sind, gibt es nur noch Überflutung und Dürre und das Grundwasser ist irgendwann weg. Und das passiert im Moment in vielen Teilen der Welt. In Brandenburg zum Beispiel, schon sehr weit gekommen, ist eine Steppe. Ne? Nach normaler Geografie ist Brandenburg eine Steppe. Und die sagen immer noch, wir haben genug Wasser. Und Berlin säuft das eigene Wasser rückwärts, ne? Da läuft Buhleben, Klärwerk Buhleben, Spree läuft andersrum im Sommer, wenn es trocken ist. Und die Leute wollen es nicht wahrhaben. Das ist irgendwie, man trinkt das schon mal durch die Toilettenschüssel geflossen. Gut, aber was kann man anders machen? Ich habe mich dann 25 Jahre damit beschäftigt, wie kann man das anders machen? Und ich zeige jetzt nur das, was jetzt so als, sagen wir mal, die zwei Systeme geblieben sind, die wir so als, sagen wir mal, professionelle Systeme machen können. In Städten für Millionen von Menschen. Die kleinen Systeme, Trockentrenntoiletten und diese ganzen Sachen gibt es. Da gibt es auch genug drüber im Internet. In dem Buch steht auch was drin, Terra Preta Sanitation im Kleinen. Da geht vieles. Aber für große Besiedlungen was zu machen, ist nicht so ganz einfach. Und das ist eigentlich mein Feld, weil als Siedlungswasserwirtschafter wollen wir natürlich was machen, was in der Stadt auch funktioniert. Und wir haben es geschafft. Es gibt Möglichkeiten. Das Interesse ist aber sehr gering. Wenn es mal nötig wird, dann kann man es halt gleich machen. Ein Hightech-Methode ist einmal Toilette und das restliche Abwasser zu trennen. Die Mischung von Toilettenabwasser und dem restlichen Abwasser ist ein Wahnsinn. Das hat hunderte Millionen Menschen das Leben gekostet. Ne? Fäkalien in Gewässer einleiten, wo andere Menschen ihr Trinkwasser daraus gewinnen müssen. Was ist das für ein Irrsinn? Sterben jedes Jahr Hunderttausende bis Millionen kleine Kinder hauptsächlich dran, weil diese Fäkalien unglaublich viele Viren und so weiter enthalten. Gibt es Durchfall zum 20. Mal, das überstehen viele Kinder nicht, Cholera und so weiter. Und das war ein Wahnsinn, dass sowas überhaupt passiert ist. Das sollte man dann umdrehen, wenn man denn eine gute Zukunft im Kopf hat. Und ein System hat man früherer Kumpel Uli Braun erfunden, der jetzt leider verstorben ist. Er hat gesagt, wir machen aus dem Abwasser der Toilette, machen wir wieder Düngerfabrik, ne? Dünger regenerieren und Toilettenspülwasser. Eine Spültoilette, die kein Wasser braucht. Das ist schon mal eine ganz gute Idee. Das wird auch sauber und klar, ist aber eine Düngerflüssigkeit. Das
sehr viel mit Stickstoff nitrifiziert dann und die ganzen anderen Nährstoffe. Und es wäre eine Nährflüssigkeit, wenn man das so will. Und kann man dann hier auch noch trocknen, so, ne, wirklich einen Dünger produzieren, Bodensubstrat aus den Festen, was abgetrennt wird, und zusätzlich produziert das Ding Spülwasser. Und das haben wir auch gebaut in der Nähe vom Hauptbahnhof in Hamburg und funktioniert. Kann man machen. Allerdings nicht für Einzelhäuser bisher, ist eher so für ein paar hundert bis mehrere tausend Leute. Und wenn man das hat, ist das Schwierigere, ist das relativ einfach. Dann kann man das restliche Abwasser, wenn man gute Haushaltschemikalien verwendet, kann man dann wieder aufbereiten, sogar infiltrieren, das Grundwasser anheben und wo das Wasser knapp ist, das auch wieder verwenden als Leitungswasser. Und zum Trinken kann man dann gutes Quellwasser nehmen. Gut, das ist eine Möglichkeit. Also wir brauchen in Städten auch keine Kanalnetze. Und dieses System ist aber leider auch noch nicht billiger als das normale, aber auch nicht teurer. Regeneriert sich selber und ist einfach ein System, was ziemlich pfiffig ist. Und das ist die eine Variante. Jetzt fehlt aber etwa 2 Milliarden Menschen auf der Welt auch das Einfachste. Ne? Da ist sowas viel zu kompliziert, logischerweise. Und da haben wir dann geguckt, was kann man sonst machen. Und da kam dann die Idee auf, man hat im Amazonas, Manaus, Amazonasbereich, in großen Gegenden immer wieder so Flecken von Erde gefunden, wo das plötzlich super fruchtbarer Boden war. Ringsrum der Boden ist sehr, sehr schlecht. Unterm Regenwald ist kein fruchtbarer Boden. Ne? Und da waren aber so Flecken, das war der fruchtbarste Boden der Welt. Und dann hat man geguckt, was ist das? Und hat festgestellt, das ist ja menschengemacht. Und dann hat man weitergeguckt, woraus besteht das? Bioabfälle, Knochen, Tierreste, aber auch Fäkalien, Exkremente. Und dazu war Holzkohle eingemischt, feine, verpulverte Holzkohle. Und dann wurden auch noch so Steinscherben eingebaut. Und das Ganze heißt Terra Preta. Kennt das jemand? Schon mal gehört? So ein paar schon. Und wir haben dann gedacht, okay, wenn die das so gut konnten, und das waren Hochkulturen, über tausende von Jahren haben die da gelebt, wunderbare Keramik gemacht, sehr, sehr vielfältig. Und das, was die hinterlassen haben, tausende von Jahren, Millionen von Menschen auf relativ kleinem Raum, alles, was sie hinterlassen haben, wunderbare Keramik und die besten Erden der Welt. Das ist super, also das müssen wir erstmal schaffen und da können wir aber hinkommen. Also ich meine, von denen können wir lernen und wir müssen uns nicht so blöd verhalten, wie wir im Moment das machen. Ja, und dann haben wir halt geguckt, wie kann man das auch umsetzen. Und es gibt im Umweltbundesministerium den Heiko Pieplo, der hat die Theorie aufgestellt, dass damals die Toiletten solche Behältertoiletten waren, so Tontöpfe. Man findet auch viele Scherben, was das so ein bisschen nahe liegt. Es gibt so Ausgrabungen auch, wo man das so ein bisschen sieht. Und das Interessante ist, wenn man Exkremente, die ja eigentlich bestialisch stinken, gerade wo es warm ist, in tropischen Gebieten, wenn man das in Laktofermentation versetzt, Milchsäure, Sauerkraut, Bakterien oder wie auch immer, riecht es nicht mehr. Braucht allerdings eine Zuckerquelle dazu. Das können Bioabfälle sein, sonst muss man es so zugeben. Und diese Lactobakterien gibt es, also in der Lebensmittelindustrie oder die EM oder andere Bakterienmischungen. Und das ist also naheliegend, dass man das machen konnte. Und dann haben wir halt geguckt, wie kann man gute Toiletten machen für die vielen Menschen, die noch keine haben, oder um unsere Wasserverschmutzer und Nährstoffvernichter zu ersetzen. Und haben dann eine Ausschreibung gemacht. Wir hatten $50.000 zur Verfügung als Preisgeld. Und das gewann dann Sabine Schober. Ausgerechnet aus Hamburg. Zweiter Preis Indonesien, dritter Preis Italien. Also es war jetzt, weil sie wirklich am besten war. Sie hat sich auch am meisten gekümmert. Sie kam bei uns vorbei, hat alles hinterfragt und so weiter. Hat dann dieses Design gemacht, einer Behältertoilette. Die ganzen Exkremente werden gesammelt, nicht komplett trocken, so eine Sprühdüse zum Reinigen der Toilettenschüssel. Man kann da hocken oder sitzen. Hocken ist für viele Kulturen üblich. Ist auch anatomisch gar nicht so schlecht. Und dann ja,
hat man hier eine Toilette, wo Exkremente für eine Woche gesammelt werden können und dann abgeholt werden können. Mehrgeschossige Bauweise, dann einmal runtergespült in Zwischenbehälter, mit dem Saugwagen abgeholt werden können, ist dann wie Müllsammlung. Und dann kann man das zu einem Kompostplatz bringen, wo man halt dann entsprechend da Humus draus machen kann, da hat man die gesamten Nährstoffe eingesammelt. Das ist vorhanden und das Modell ist da und wir suchen halt jetzt ein Projekt, wo erstmal mindestens 5000 Toiletten bestellt werden können, damit es losgeht. Ein typisches Henne-Ei-Problem, es gibt keine Henne und es gibt kein Ei. Kriegen wir vielleicht noch hin. Da kann man dann wunderbar Humus draus machen und das wäre dann eine Möglichkeit, wie man auch Holzkohle gewinnen kann, Holzgaskocher. Man kann Kocher bauen, entweder aus Metall, wie Jörg Finlas das macht, in Westafrika arbeiten wir mit ihm, oder der Noah Stove von Marius Bierich, das ist einer der Pioniere des Lehmbaus, Pro Lehm in der Nähe von Flensburg, der viel in Äthiopien arbeitet und früher da länger gearbeitet hat. Und wenn man jetzt hier kocht, also hier ist so ein Beispiel, wir haben da so einen Vergleich gemacht, wir haben dann mehrere solche Kocher da stehen gehabt und geguckt, wie kann man am besten kochen, haben leckeres Essen da gemacht und nach dem Kochen hat man Holzkohle produziert. Holzkohle ist wertvoller als Holz, das kann man Geld mit verdienen mit dem Kochen und vor allem man gewinnt Holzkohle auf eine ökologisch fantastische Art, weil es halt Energie produziert auf sehr effiziente Art. Größere Anlagen gibt es Holzgastechnik, Holzverstromung, also man kann auch Holzgas, auch Strom machen. Das sind allerdings die kleineren Anlagen noch nicht wirklich gut am Funktionieren. Braucht man große 500 kW elektrisch, das sind schon Riesenklopper, die so ein ganzes Stadtviertel versorgen können. Die kleineren sind in der Entwicklung. In Graz gibt es ein paar Leute, die sich da sehr gut beschäftigen, 20 kW elektrische Anlage, das wird dann für so ein Dorf. Ne? Auch ein bisschen auch Pellets, das ist noch nicht so schön. Und damit kann man dann die Holzkohle machen, die in Kompost zu geben. Also wenn man das Essen gekocht hat und der Kompost, da kommt dann die Holzkohle so mit rein und hätte dann ein System, was halt gut zusammenspielt und was auch jetzt in afrikanischen Ländern zum Beispiel fantastisch sein kann. Weil da werden riesige Wälder abgeholzt, einfach für drei Steineofen, wo das Holz im Grunde verschwendet wird. Mit so einem Holzgaskocher kann ich mit einem Bruchteil des Holzes, kann ich auch noch Holzkohle produzieren, die sonst nochmal irre Abholzungen hervorruft. Also das ist eine Win-Win-Win-Situation und das wäre was, wo man ganz gut mitarbeiten kann. Wie gesagt, da gibt es Projekte, wer da Interesse hat, kann ich den Kontakt herstellen. Ja, dann zu Boden. Wir haben Erosion in vielen Teilen der Welt. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Zum Glück wird inzwischen mehr darüber gesprochen. Immer noch viel zu wenig. Das ist aus meiner Sicht das größte Problem der Menschheit, so auf physischer Ebene, jetzt mal abgesehen von, was weiß ich, politischen Dingen oder Machtstrukturen der Welt, die das verursachen auch, aber das ist auf der physischen Ebene das Hauptproblem. Und es wird dafür viel zu wenig diskutiert. Wir lassen uns wieder ablenken in irgendwelche Scheingefechte, Spiegelfechterei, ist immer schön für die Außenstehenden, die dabei noch Milliarden verdienen können, sich die Hände reiben, wie blöd die alle sind. Aber es ist vorbei, wir sind nicht mehr so blöd. Wir werden langsam wach und merken, wie wir verarscht werden. So, der Mensch hat zwischen 1915 und 1990 schon ein Drittel aller fruchtbaren Böden der Welt zerstört oder stark degradiert. Und da muss man tatsächlich sagen, das ist unser Todesurteil. Das ist seit 1990 nicht besser geworden. Es geht immer noch ganz schlimm weiter. Und ab irgendeinem Grad ist das nicht mehr umkehrbar. Böden, die halt weitgehend degradiert sind, irgendwann ist nur noch Fels da, die kriege ich nicht mehr hin. Nur mit einem Aufwand, den man im Grunde kaum machen kann. Wenn es aber noch nicht so weit ist, ist das erstaunlich leicht. Zum Glück gibt es immer mehr Projekte, aber verglichen mit dem Problem ist es einfach viel zu wenig. Und deshalb brauchen wir mehr Menschen auf dem Land, die dort Humus aufbauen und damit gute Lebensmittel produzieren, Wasser regenerieren, das Klima stabilisieren. Und Bodenverlust, man muss sich tatsächlich mal wirklich Hand aufs Herz überlegen, was das bedeutet, wenn die Böden kaputt gehen. Und sie gehen auch in Deutschland kaputt. Humusgehalt sinkt. Durchschnitt in Deutschland 18 Würmer pro Quadratmeter. Durchschnitt, das ist verheerend. Wir hören, die Insekten verschwinden. Als ich
jung war, wir hatten dann die ersten Autos da, R4, ne, solche alten Kisten da. Ne? Und da nach einer Autobahnfahrt, wir sind da irgendwie, was weiß ich, mit voll durchgetreten, konnten wir vielleicht mal 120 fahren. Ne? Und dann war die ganze Scheibe war voller Insekten damals. Immer. Nach jeder Autobahnfahrt. Ne? Ein paar erinnern sich. Es ist nicht mehr. Ne? Ich fahre heute mit 160 und ja, kaum was. Es ist doch unglaublich. Und das ist halt, die Insekten gehen uns voraus, die Vögel verschwinden und dann verschwinden wir. Und ich werde Ihnen gleich noch zeigen, dass das, da steckt eine Absicht dahinter, die auf mehreren Ebenen versucht, uns zu zerstören. Ja, ist in der Welt verteilt, diese dunkelroten Gegenden sind sehr stark betroffen, also auch in Europa, in den USA, viele Teile Chinas sind sehr stark betroffen und natürlich ganz berühmt afrikanischen Gegenden, Sahelzone. Da spielt ja wieder diese verdammte Atomnutzung da oder Atombomben eine Rolle. Da wurden Atombombentests gemacht damals. Das hat komplett das Klima auseinandergerissen, weil die Radioaktivität hat sehr starken Einfluss aufs Klima. Es ist nicht nur der Boden, sondern auch die Freisetzung von Radionukliden. Ja, dann haben wir ein Thema, was wir alle kennen, mit dem wir alle eigentlich zu tun haben. Es gibt jetzt Voraussagen, dass in den nächsten 10 Jahren noch 50 Millionen weitere Leute ihr Heimatland, ihre Erde verlassen müssen, weil sie kaputt ist, nicht mehr produziert. Und wir haben mal geguckt, was es da so für Veröffentlichungen gibt. Und Umweltmigration, die niedrigsten Zahlen sind 25 Millionen, die höchsten Zahlen sind 1 Milliarde. Das Wahrscheinlichste, wenn man sich das alles so anguckt, geguckt, wie argumentieren die, sind 200 Milliarden Menschen, die jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Millionen. 200 Millionen Menschen, die in den nächsten 10 Jahren da ihr Land verlassen müssen und das überhaupt nicht wollen. Natürlich will niemand weggehen. Das Land kaputt ist, bleibt einem aber nicht mehr viel über. Und jetzt möchte ich auch mal was richtig Kontroverses sagen. Und wie ist das, wenn man sein eigenes Land kaputt macht und dann abhaut und sagt, hier, ich brauche Hilfe. Irgendwie ein bisschen dumm, oder? Und jetzt die Einstellung, ja, die können das nicht so richtig und so. Das ist so eine überhebliche Einstellung. Das ist Kolonialismus. Ne? Wenn wir aber jetzt sagen, okay, wir sehen uns eigentlich als Menschen auf Augenhöhe an, was ich sowieso tue. Ich habe ganz viele Studenten aus afrikanischen Ländern, Doktoranden, nicht viel da gearbeitet. Selbstverständlich Augenhöhe, dass ihr vielleicht, ihr Arschlöcher, macht euren Boden in Ordnung. Dann könnt ihr fantastisch leben, ihr könnt 3 Ernten im Jahr haben und dann braucht ihr nicht mehr hierher kommen und einfach hier gucken, ob ihr noch irgendwas machen könnt. Ist mir klar, wenn jemand fliehen musste und so weiter, ist eine Situation, dann ist es so, da muss man gucken, dass man da gemeinsam was draus macht. Aber bei denen, die noch Land haben, jetzt auch noch zuzugucken, dass das Land kaputt geht und in 10 Jahren müssen die auch herkommen, das macht keinen Sinn. Viel besser, wir arbeiten zusammen, wir finden gemeinsam Wege, wir für uns, weil wir machen es ja auch nicht besser, wir machen ja auch unsere Böden kaputt. Wir sind auf eine andere Art genauso blöd. Ne? 100%. Und man braucht nur die Zahlen angucken. Und gemeinsam besser machen und alles kaputt machen und dann anderen Planeten suchen, macht nicht viel Sinn. Man kann jetzt die ersten Marsreisen buchen. Ne? Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon ein Ticket? Oder? Ich will da gar nicht hin, weil auf dem Mars ne, hat es jetzt nach klassischer Wissenschaft 2 Atomexplosionen gegeben. In gigantischem Ausmaß. Schon mal gehört? Das ist klassische Wissenschaft. Da hat man Cäsium 129 gefunden. Das ist Weltsensation, warum wissen wir das nicht alles? Da war schon mal was los, das ist zerstört worden. Da gab es ja auch Wasser ganz viel. Ne? Und das ist halt, ich meine, deshalb da hingehen brauchen wir nicht, das ist schon kaputt gemacht. Bringen wir lieber unseren Planeten in Ordnung, der ist doch so schön. Gut, und die gute Nachricht ist, Umkehrerosion ist relativ einfach. Man muss es machen und man braucht Menschen dazu und die Menschen können davon aber sehr schnell Geld verdienen, davon sehr schnell leben und das Ganze stabilisieren. Und dafür brauchen wir ganz, ganz viele Menschen. Und das ist eine gute Nachricht, weil es einfach viel Arbeit heißt, viele Arbeitsplätze. Und die sollten wir so machen, dass das tolle Arbeitsplätze sind, die man gerne macht. Deshalb nicht den ganzen Tag
Flacken von früh bis spät, sondern ein Drittel hier, dann ein Drittel als Lehrer arbeiten oder eine kleine Firma betreiben, wo man Elektrogeräte herstellt für die Permakultur und was es nicht noch alles gibt. Und es gibt ja jetzt die Ansage, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, letztes Weltwirtschaftsforum in Davos, was eine ziemliche Pleite war. Es war, ich glaube, nur ein einziger Regierungschef weltweit da. Vorher waren sie mal da versammelt. Also ein gutes Zeichen, dass das so in den Keller geht. Aber die haben da eine Ansage gemacht. Und diese Ansage muss man ernst nehmen. Wir haben gesagt, wir werden die ganze Industrieproduktion vollautomatisieren. Ich weiß nicht, erinnert sich, das ist auch durch die Presse gegangen. Aber es ist, man muss erstmal die Relevanz sehen. Wurde auch gesagt, ja, und die Menschen, die kriegen dann irgendwie so Grundeinkommen oder so, ne? Die kriegen dann irgendwie so ein, was weiß ich, die werden dann abgewirtschaftet mit irgendeinem, was weiß ich, Brosamen oder so. Ne? Ja, und warum gab es da keinen Aufschrei? Was ist die Folge davon? Erinnern Sie sich, wie oft, oder einfach nochmal in Erinnerung führen, wenn Politiker jetzt eine Rede halten. Es scheint so zu sein, dass die Ansage ist, ihr müsst mindestens in jeder Rede dreimal Digitalisierung sagen. Das ist dann so der große Kotau. Ne? Das große, ja, ich gehorche. Ihr macht alles Roboter. Wir nennen das Digitalisierung, damit die Leute, Roboter wollen sie vielleicht nicht, aber Digitalisierung ist doch klasse. Ne? Irgendwie Schulen alles komplett schon mit Computern da machen, ne? Damit die Kinder schon eingenordet sind. Dann brauchen wir Roboter, die machen dann alles. Und die Menschen, die können dann... Ja, da gibt es noch keine richtige Antwort für. Es ist doch ein Schwachsinn. Also sollten wir nicht mitmachen, oder? Ist doch einfach klar. Okay, und wenn wir da ganz viele tolle Möglichkeiten haben, mit lokaler Produktion ganz viele Arbeitsplätze zu schaffen, und ich meine viele, viele Millionen, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Wenn wir es nicht schaffen, wieder in Richtung lokaler Produktion zu gehen, werden wir 100% abhängig von Kräften, von denen ich nicht mehr abhängig sein möchte. Und im Moment haben wir noch eine gewisse Freiheit. Wenn wir die jetzt nicht greifen, dann war es das. Ja, noch ein Wort zum Klimawandel. Der ist ganz wesentlich abhängig von humusreichen oder degradierten Böden. Ja, deshalb der menschengemachte Anteil am Klimawandel, der auch nur ein Teil ist, ist Bodenzerstörung. Und der Einfluss über Boden, Wasserdampf, Wolkenbildung ist der wesentliche. Das Hauptklimagas mit einem Faktor 1000 an Wichtigkeit ist ganz klar Wasserdampf. Sorry, Wasserdampf. Alles andere spielt, wenn überhaupt, eine kleine Nebenrolle. Warum haben wir uns denn die Irre führen lassen? Die Wissenschaft dazu ist eindeutig. Sie brauchen nur mal gucken, diesen Hockeystick gibt es gar nicht mehr. Der gleiche Autor hat den 10 Jahre später widerrufen, aber so verklausuliert, dass man das ziemlich raussuchen muss. Also sorry, wer noch an solche Märchen glaubt, aber gucken Sie sich einfach die Fakten an. Und auch in den Klimamodellen, ich habe ganz in der Anfangsphase mit den Leuten gesprochen, die Modellierung machen, und die sagten, naja, wir haben so ein Verständnis. Ja, ich habe dann gesagt, ja, aber Wasserdampf. Ja, wir haben das ja drin in den Modellen. Wir hängen das dann an mit einem Verstärkungsfaktor von 2,5. Und das habe ich damals noch so gedacht, oh ja, haben sie da dabei, beruhigt. Und jetzt müsste man aber eigentlich Wasserdampf nehmen, Verstärkungsfaktor von, was weiß ich, 1,1 machen, dann hätte man nicht mehr den Schwanz mit dem Hund wackeln lassen. Das ist nur mal so ein kleiner Exkurs. Ne? Wo geht die ganze Aufmerksamkeit hin? Also wir müssen mehr zum Boden kommen. Humusreicher Boden hält Wasser, regeneriert das Grundwasser. Humusreicher Boden verhindert Trockenheit und Überflutung. Die kaputten Gegenden haben nur noch Überschwemmung und Trockenheit. Dazwischen gibt es kaum noch was. Und dann fangen die Regenzeiten an auszufallen, ne, in den afrikanischen Ländern. Äthiopien, wir haben jetzt auch da öfters im Projekt da kleine Regenzeit, gar nichts oder nur ganz wenig. Katastrophe, die Leute säen. Sagt, Geld ist ausgegeben, dann wächst das ein bisschen los und da ist kein Wasser mehr. Katastrophal. Und hier gibt es ein Bild aus China. Jemand schon mal vom Lösplateau gehört? Ah, wie viele? Bitte mal. Super, ja, schön. Die Chinesen kennen das nicht. Wenn ich Chinesisch, ich habe viele chinesische Studenten auch, ne, immer davor, haben wir noch nie gehört. Wenn jemand aus der Region ist, ja. Das spektakulärste Restaurierungsprojekt der Welt.
Ist kaum bekannt normalerweise. Selten, dass das überhaupt jemand kennt. Und da sah es so aus, an dieser Stelle, 10 Jahre vor dem nächsten Bild, und es ist eine Riesenfläche, so groß wie Belgien. Und da hat die Regierung gemeinsam mit Fachleuten für Regeneration gesagt, da müssen wir was machen. Straßen bauen, die Landwirtschaft ändern, ganz viele Bäume pflanzen. Und von der gleichen Stelle, in der gleichen Jahreszeit, war das so? Und da können jetzt ganz viele Menschen von leben. Das Einkommen hat sich vervielfacht in der Gegend. Die Menschen können sich entwickeln. Die Kinder haben keine Mangelernährung mehr, wo sich das Gehirn nicht entwickelt. Und das ist großartig. Und das sind so Beispiele, wie man es machen kann. Und es ist wirklich nicht Zauberei. Es ist alles machbar. Und wir haben dann angefangen, ein ähnliches Projekt zu machen in Äthiopien. Wir machen dort im Südwesten sehr, sehr trockene Gegend eigentlich, wo auch viel Erosion ist. Das ist hier Teil unseres Projektgebiets, was die Behörde uns da zugewiesen hat. Und da machen wir so Mulden, um jetzt nur mal einen ganz kleinen Ausschnitt da zu zeigen. Und diese Mulden, wenn es dann regnet, wenn dann Regenzeit kommt endlich mal, die sammeln das Wasser ein, was sonst den Hang runterschießt und die Erde wegschleppt, wird da eingefangen. Und nach jedem Regen haben wir hier ein paar hundert Kubikmeter Wasser. Hier versickert das in etwa 24 Stunden, also wenn der nächste Regen am nächsten Tag kommt, ist da wieder Raum und das füllt sich. Und dann kann das Ganze einfach das Grundwasser regenerieren. Und hier in der Stadt Abermensch, die eigentlich immer noch genug Wasser hatten, war schon langsam Wasserknappheit zu spüren. Und da unten gibt es durch Schlammlawinen immer wieder Tote, ne? Weil da unten ist direkt die Stadt. Und durch diese Befestigung und so kann sich das wieder regenerieren, wenn man das jetzt im größeren Stil macht. Wir machen das als Beispiel mit der Behörde, für die Behörde. Und als jetzt der Behördenleiter dahin kam ins Projektgebiet, das gesehen hat, sagt er, wow, ja, so machen wir das jetzt. Ne? Und das ist halt einfach ein Beispiel geben und dann kann man da weiterkommen. Die Idee ist, dass hier halt, wenn das mit der Behörde zusammengeht und sich entsprechende Leute finden, ganz viele Familienbetriebe entstehen, die dann dort den Boden wieder aufbauen können. Heute sind da einfach nur ein paar Kühe, die da, also fast null Ertrag. Ne? Man kann den hundertfachen Ertrag da haben. Und da wächst Moringa, da wachsen Moringa-Bäume. Ne? Nur mal so als kleiner Exkurs, kennen Sie Moringa-Bäume? Ja. Moringa-Bäume wachsen in 10 Wochen so hoch oder so hoch. Beste Nahrung der Welt, wie Spinat oder Mangold. Als ich das erste Mal gegessen habe, wusste ich es nicht. Da habe ich gedacht, ah, hier, Mangold. Ne? Und ist ähnlich hochwertig auch. Und ein Bekannter von mir aus Österreich, Nikolaus Freudel, der hat den Weltrekord in Trockenmassenproduktion auf dem Land. Der hat in Bolivien auf 1 Hektar in einem Jahr über 140 Tonnen Trockenmasse von Moringa produziert. 140 Tonnen Trockenmasse, das ist unglaublich. Und er hat dann mal umgerechnet, wenn man das so machen würde, dass eine Tonne Moringa, eine Tonne, 1000 Kilo, 3 Euro kosten würde, wenn man das so macht. Es gibt Hunger in der Welt. Das ist doch unglaublich. Und die kommen hier hin, Moringa-Bäume und so weiter. Wenn wir jetzt da was einpflanzen, wird das alles erstmal abgebrochen. Jetzt kommt unser Wärter da rein, der ist aber gleichzeitig der erste Familienfarmer da. Und dann ist das so ein bisschen die Sache, wie viele Leute machen da mit. Und wir wollen mit den Kindern arbeiten, dass wir die Schulkinder schon da reinbringen, dass die das Gärtnern lernen. Und weil viele Leute da auch schon weit von weg sind. Ja. Man kann auch mit Tieren Boden aufbauen. Also dass immer gesagt wird, ja, die Tiere machen irgendwie so viel Schaden und so. Das sind einfach wir, die den Schaden anrichten, weil wir die Tiere in Käfige bringen oder in Ställe bringen. Wenn das Tier frei rumläuft und dann aber immer in kleinen Etappen, wo die einen Tag grasen, dann ein weiter, nächste Etappe, kann ich da wahnsinnig schnell Humus aufbauen und 4-mal so viele Tiere halten auf der gleichen Fläche. Ja, dann komme ich jetzt zu Gesundheit und besonders hochwertigen Produkten. Ja, wir haben
uns alle ja schon irgendwie ein bisschen mit Gesundheit beschäftigt. Viele von uns, ja, haben da irgendwie gar keine Lust mehr, darüber zu reden. Jetzt würde ich Sie aber bitten, einfach nochmal so ein bisschen zu gucken. Es gibt ein paar spektakuläre Sachen, die einfach Grundlage sind, die auch von der Wissenschaft ganz eindeutig sind. Ich gucke mir auch die verrückten Sachen an, aber wenn Sachen einerseits verrückt sind, aber gleichzeitig auch noch wissenschaftlich begründet, dann finde ich es besonders interessant. Da gibt es sehr viel. Trotzdem hört man da nichts drüber. Die Dinge, wo man nicht Milliarden mitmachen kann, erfahren wir erst gar nicht, wenn wir nicht genau Bescheid wissen, genau suchen. Und es ist so, dass die besseren Böden natürlich eine Nahrung produzieren, die was ganz anderes ist. Ein Mangold auf einem verarmten Boden wächst, wo keine Spurenelemente drin sind. Der ist doch wertlos. Das ist, wo ich, wenn ich das esse, das sieht vielleicht gleich aus, wenn ich genug Gewürz drauf tue, schmeckt vielleicht ähnlich. Aber das bringt mich ins Defizit. Wenn ich immer sowas esse, dann werde ich automatisch chronisch krank. Ne, oder? Wenn mir bestimmte Spurenelemente immer fehlen, werde ich chronisch krank. Nur mal als eines, habe ich vom philippinischen Studenten gelernt, 50% der Weltagrarböden haben Zinkmangel. Jetzt die Insider unter Ihnen, was passiert, wenn ich zu wenig Zink habe? Das Immunsystem funktioniert. Jetzt sind 50% aller Böden der Welt defizitär in Zink. Was heißt das? 50% der Gesamtnahrung macht unser Immunsystem kaputt. Danke, Agrochemie. Ihr seid großartig. Und wir lassen uns nicht weiter verarschen von euch. Wir haben das ganz dann verstanden. Wir wollen jetzt Nahrung haben, wo alle 80 plus Spurenelemente drin sind. Das macht man im organischen Anbau, Bodenaufbau mit Steinmehl zum Beispiel. Gute Diabas-Steinmehle gibt es immer weniger. Ne? Es verschwindet langsam aus den Baumärkten. Warum? Weil da können wir uns selber mithelfen. Ne? Also bitte darauf achten, dass es weiterhin diese Steinmehle gibt. Immer mal einkaufen, Diabas-Steinmehl. Solche Sachen werden immer mal gerne aus dem Markt genommen. Und man kann, wenn man den Boden gut aufgebaut hat, dann gibt es da eine Nahrung, die uns einfach automatisch gesund erhält. Ne? Und das ist einfach Hippokrates, ne? Die Dinge weglassen, die uns krank machen, und man ist automatisch gesund. Und mit einem guten Humusboden, da haben wir schon mal alle Chancen, dass wir gesund bleiben. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Jetzt will ich nochmal zurückkommen. Also ich möchte die negativen Dinge auch mal ganz klar beim Namen benennen, weil es ist auch was, was man sehr selten hört, was wir aber alle wissen sollten. Und das ist natürlich hier das Thema, was passiert hier. Jetzt gibt es hier, sagen wir mal, der Sprühbratenfungizid. Ne? Also es sind öfters Bauern in den Vorträgen auch. Ich möchte ganz klar sagen, ich möchte niemanden anklagen. Ich weiß genau, wie schwierig das ist. Und ich weiß auch, dass es verdammt schwer ist, aus diesem verdammten System rauszukommen, wenn man da einmal reingeraten ist. Ich weiß, dass ganz viele Bauern jetzt Bauchschmerzen haben. Ich arbeite mit vielen zusammen. Böden werden schwächer, die Erträge sinken, trotz gleicher Mineraldüngerausbringung und so weiter. Ist eine verdammte Falle. Und ich bewundere jeden, der ökologisch anbaut, das hinkriegt. Und da kann man noch viel erreichen. Ich muss einfach nochmal zurück, was man da anrichtet, was mir selber auch lange nicht klar war. Wenn ich Nahrung anbaue, wenn ich ein Getreidefeld habe, das Getreidefeld kriegt immer mal Pilzbefall. Ne? Das ist ganz natürlich. Das ist überall. Eine gesunde Pflanze wehrt sich dagegen. Ne? Wie wehrt die sich? Die baut Salvestrol auf. Auf Deutsch heißt es eigentlich Silvestrol. Salvestrol ist das Englische, Salvestrol ist eben das bestimmtere Wort. Und diese Salvestrole ermöglichen es der Pflanze, gegen diese Pilze zu bestehen. Was hat das jetzt mit dem Menschen zu tun? Der Mensch hat von Natur an, von Kind auf, Krebszellen im Körper. Das ist gar nicht so, ich habe Krebs, ganz schrecklich. Alle haben Krebs, immer. Aber wenn wir nichts grob falsch machen, entwickelt der sich gar nicht. Das gehört zu, nicht zu viel Angst zu haben. Einfach positiv im Leben zu stehen. Ganz wichtig. Ganz wesentlicher Teil. Und
Aber auch auf der physischen Ebene können wir einiges machen, um da nicht in die Falle zu geraten. Und was hält uns frei von Krebs? Sie raten es schon, Salbestrohle. Diese Salbestrohle helfen im Körper dazu, dass die Krebszellen einfach mit uns leben können, dass die nicht überhand nehmen. Und wenn wir jetzt so ein Feld sprühen mit Fungiziden, dann entwickelt die Pflanze das nicht mehr, die Nahrung hat das nicht. Und was passiert? Krebs. Und die Zahlen Fungizidausbringung, Krebs ist so ungefähr parallel gestiegen. Was noch nicht heißt, dass es da wirklich dran liegt, aber es ist eine naheliegende, wissenschaftlich absolut plausible Erklärung. Umgekehrt ist das seit langem bekannt. Professor Potter in England, Sie finden diese Sachen oft gar nicht mehr so richtig. Das Internet wird immer mehr zensiert, also immer runterladen, solche Sachen einfach speichern und damit man solche Sachen parat hat. Professor Potter in England, hochrangiger Wissenschaftler, hat das ganz klar belegt. Und wenn jetzt Fungizide verkauft werden, die Wissenschaftler dieser Konzerne, die sowas machen, die wissen, was sie tun. Ja? Vor ein paar Jahren hätte ich da gedacht, nee, das kann nicht sein. Das ist so böse, kann niemand sein. Wenn das eine Sache wäre, wo das so ist, dann hätte man sagen können, okay, das ist blöd gelaufen. Wenn es aber überall immer maximal blöd läuft, und zwar maximal blöd läuft, dann kann da nur eine Absicht hinterstehen. Und sorry, aus meiner Sicht, das ist meine individuelle Sicht, kann sich immer mal wieder ändern, ist es wirklich so, dass die Menschen, die hinter diesem ganzen agrochemischen Wahnsinn stecken, da stecken die gleichen Besitzfamilien hinter, denen auch die Pharmakonzerne gehören. Das ist dann wieder mit dem Militär natürlich sehr verwoben und so weiter. Dahinter stecken wahnsinnige Soziopathen. Die sind einfach krank. Und wir müssen langsam verhindern, dass wir von Soziopathen noch weiter in die Irre geführt werden. Wir sind kurz vor dem Sackgassenende, wo es richtig knallt. Genozid, ne? Aussterben der Menschheit in 2-3 Generationen, steht im Moment an. Ich erkläre gleich noch, wo es noch in die Richtung geht. Das ist ja nur der kleinere Teil. Und das sollten wir nicht weiter zulassen. Deshalb lokal produzieren. Da können wir sehen, da können wir den Boden aufbauen. Wir wissen, wo das herkommt. Ja, hier, der macht hier was, Steinmehl, da sind alle Spurenelemente drin. Und ich werde jetzt noch ein Ding sagen hier. Das ist also Salbestrohle. Die Präsentation können Sie alle gerne haben. Ich gebe dem Micha die Datei, so dann können wir das rumschicken. Und der andere Knaller, das habe ich erst vor kurzem jetzt selber in voller Tragweite so abbekommen oder verstanden. Glyphosat, großes Thema, auch im Moment wieder. Die Umweltszene, was macht die Umweltszene? Die sagt, wir müssen Glyphosat verbieten. Hört sich erstmal gut an, klar, und da schreibe ich auch. Aber ist das eine richtige Forderung? Finden Sie das die richtige Forderung? Wir müssen sagen, Ende der Agrochemie, die hat komplett ausgewirtschaftet. Der Kampf gegen die Natur ist Selbstmord. Sorry, selbst wenn er profitabel ist für manche. Ne? Das Überleben der Menschheit ist vielleicht nicht gerade so der Bringer für die Globalisten. Aber für uns. Und jetzt erzähle ich Ihnen den absoluten Knaller und danach komme ich dann zu den positiven Dingen. Wir müssen es einfach wissen. Glyphosat ist ein Chelator. Chelatieren heißt Binden von Metallen, rein chemisch gesehen. Das ist nichts kompliziert. Es wird auch nicht komplizierter. Glyphosat bindet Metalle, ja, im Boden. Meine Veröffentlichung geschrieben, Gesundheit und Boden, steht das drin? Ja, habe ich geschrieben, ja, die Spurenelemente werden im Boden festgehalten, die Pflanze kriegt die nicht mehr, die Pflanze hat die Spurenelemente nicht mehr, die Nahrung ist eigentlich für den Mülleimer, die verkaufen das trotzdem, ist so eine Frechheit. Und jetzt kommt es aber noch schlimmer, jetzt haben wir dieses Glyphosat, das natürlich in der Nahrung ist, aber auch im Grundwasser immer häufiger, ne? Also unbedingt mindestens ein Aktivkohlefilter an der Küche. Und wir haben das ja alle im Körper, diesen Mist. Ne? Ich esse fast nur Bio und trotzdem kann man es nicht ganz vermeiden. Natürlich hat man weniger. Ausleitung ist möglich, das ist das Gute. Ne? Glyphosat-Ausleitung geht über, man kann so
homöopathisches Mittel aus Eigenurin machen, das führt zur Ausleitung, dazu dann Chlorella-Algen einnehmen und so, was das binden kann, Heilerde einnehmen und so weiter. Da gibt es vieles, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und das Glyphosat, was aber im Körper ist, ne? Und wenn wir jetzt alle unser Urin analysieren würden, haben wir das alle im Körper. Ist doch ein Irrsinn, oder? Das ist so krank. Und die sowas anrichten, die dürfen nicht einen Cent mehr kriegen, weil wir ja unsere eigene Vernichtung selber bezahlen. Ne? Und im Darm, das ist unser Mikrobiom, das sind die Mikroben, die in uns leben, die quasi unser Immunsystem darstellen. Und dort ist ein Chelator natürlich auch keine gute Idee, weil die ihre Spurenelemente nicht mehr kriegen und damit nicht mehr gut und gesund leben können. Vielleicht in irgendwelchen Lebensformen, die uns gar nicht so zuträglich sind. Und das Irre ist aber, dass dieses verdammte Glyphosat alle Metalle bindet, aber das, was es verdammt nochmal binden sollte, wäre Aluminium. Und jetzt haben wir aber irgendwelche pfiffigen, hochintelligenten Arschlöcher, haben etwas formuliert, was Aluminium nochmal speziell in den Körper bringt. Das Glyphosat hilft offenbar dabei, dass Aluminium verstärkt in den Körper kommt. Also die Vernichtung der Menschheit wird jetzt mit Aluminium, mit Quecksilber haben wir gemerkt, da machen wir jetzt Ausleitung. Und jetzt wird es über Aluminium versucht. Es ist in vielen Dingen drin, ne? Es kommt mit dem Regenwasser runter und den Impfstoffen und Impfzusätze und so weiter. Eine der Hauptquellen, ich weiß nicht, wie viele Brezeln gegessen werden, industrielle Brezelherstellung auf Aluminiumblechen, also diese Lake im Ofen, führt zu einer extrem hohen Aluminiumbelastung. Also niemals so Brezeln essen, wenn Sie nicht wissen, dass die nicht Alubackblech haben. Überlebenswissen, das ist Überlebenswissen. Und jetzt aber die positive Nachricht, auch Aluminium kann ich aus dem Körper ausleiten. Und da brauche ich diese Kieselsäure, Siliziumverbindungen. Und da gibt es Mittel zu, die kann man besorgen und das sollte man unbedingt machen. Die sind nicht mal teuer. Kann man einnehmen. Es gibt auch so Mittel, die man auch einnimmt, wenn ein Kind so Magenrummeln hat. Ne? Da gibt es diese Silizium-Dinger da. Und das unbedingt machen. Ich habe das auch mal in der Küche stehen, nehme ab und zu so einen Löffel. Das ist auf jeden Fall etwas, was da hilft. Und das Interessante ist, dass diese elektromagnetischen Felder das Ganze verstärken, weil Aluminium natürlich neurotoxisch wirkt. Stichwort Alzheimer, Demenz. Ne? Und paar Impfungen, dann Demenz ab 60, oder? Diese elektromagnetischen Felder, die so genutzt werden, da könnte man ja sagen, okay, jetzt haben wir Pech gehabt, da sind die jetzt in einem Bereich, die schlecht für den Körper sind. Es gibt Bereiche, die schaden dem Körper gar nicht. Die nutzt man aber irgendwie scheinbar wenig. Und komischerweise sind es die Frequenzbereiche, die synergistisch wirken, die das verschlimmern, das Ganze. Und diese Mischung ist etwas, was eigentlich schon alleine die Vermutung nahelegt, dass irgendjemand die Menschheit massiv kaputt macht. Und Dr. Klinghardt sagt, dass das wir vielleicht ein, zwei Generationen überleben können. Aber nicht viel länger. Gut. Also, volle körperliche und spirituelle Entfaltung, hochwertigste Nahrung, ganz frisch von Vollwertföhnen, Lebensentfaltung braucht über 80 Spurenelemente und wir können halt mit, eigentlich heißt es Brunnenkresse, ich habe es immer noch vergessen zu ändern, Watercress auf Englisch, für Gehirn und Zirbeldrüse fantastisch, in der Permakulturklasse, wächst sehr gut, etwas fließendes Wasser. Und dann ganz wichtig, DHA-EPA. Wer kennt DHA-EPA? Niemand. Manchmal kennt es einer. Doch, da sind ein paar. Das sind die Fettsäuren, die dem Fett in unserem Gehirn entsprechen. Wenn das fehlt, besonders bei Kindern, kann sich das Gehirn nicht richtig entwickeln. Also wenn man nicht diese fettigen Fische zufällig isst, fehlt da oft schon was.
Wenn Fleisch gegessen wird, sind halt die grasfressende, also grasfressende Rinder haben auch EPA, DHA. Wir können es aber auch, wenn Hühner gutes Grünfutter essen und Wasserpflanzen essen, Enten, Grütze und sowas, bildet sich das in den Eiern. Da sind die Eier extrem hochwertig. Wenn ich jetzt Eier kaufe, egal ob die bio sind oder nicht, wenn das Huhn Getreide gefressen hat, dann kann ich es auch lassen und brauche das Ei gar nicht essen. Ja, oder? Das ist wie ein Brotbacken aus dem Getreide. Aber das ist nicht mehr hochwertig. Und das ist halt, das Ei sieht aus wie ein Ei. Wenn ich jetzt halt, sagen wir mal, in 9 Dörfern ein Ei produziere, wo jetzt gute Nahrung dahinter steht, was massiv 50 Milligramm DHA, EPA hat, ne? Absoluter Gehirnbooster, und dann sage ich hier, das Ei kostet aber 1 Euro. Da werden wir genug Leute finden, die das machen, wenn sie dir vertrauen. Und deshalb ist dieser lokale Handel so wichtig. Die kommen da vorbei, die sehen, da gibt es die Teiche, da sind die Schwimmpflanzen, da ist Entengrütze, da ist Azolla drauf im Sommer, und die Hühner fressen das. Und dann kann man sagen, okay, da zahle ich 1 Euro für ein Ei. Und das muss aber sein, ich kann nicht da den Aldi unterbieten. Das ist eh ein Schwachsinn da. Das ist hochwertige Produkte und dann Kunden haben, Direktvertrieb, die das zu würdigen wissen. Das ist eine unglaublich starke Kombination. Die Leute freuen sich, wenn sie wissen, wo ihre Nahrung herkommt. Ja, dann Salvestrol habe ich vorhin erwähnt. Für die 80-plus-Spurenelemente, wenn er Interesse hat, Dr. Andreas Noack mal angucken. Der bietet Seminare auch an zu dem Thema. Tolle Vorträge. Der ist auf der einen Seite von der klassischen Wissenschaft gut, ist selber Chemieingenieur. Und auf der anderen Seite macht er aber auch Spagyrik, Alchemie. Und er erklärt aber auch die Sachen mit den Spurenelementen nach klassischer Wissenschaft. Und das ist aus meiner Sicht richtig. Ich habe das auch von anderen nochmal überprüft. Also es geht darum, dass uns immer erzählt wird, es gibt nur 16 Spurenelemente, die essentiell sind. Man ist dann hochgegangen auf 25, glaube ich. Nach Düngerverordnung, ich weiß nicht, ob jemand dabei, der Düngerverordnung kennt, ich glaube, man darf 16 Substanzen überhaupt nur düngen. Das braucht der Mensch aber über 80, weil es gibt überhaupt keine Gründe, dass wir irgendwelche nicht brauchen. Gibt es gar keine Beweise für. Also man muss davon ausgehen, wir brauchen 80 plus. Und insofern ist es halt eine Düngeverordnung, wo man 16 Stoffe zusetzen darf, dem Acker. Aber wir brauchen über 80 und die Pflanze braucht über 80. Was ist das? Das ist Beihilfe zu chronischer Krankheit im ganz großen Stil. Ja, so weit sind wir gekommen. Also das ist doch verrückt. Meine, zum Glück, die Biolandwirtschaft macht vieles noch besser. Wenn ich jetzt Steinmehl zugebe, brauche ich da keine Düngemittelverordnung zu, hoffe ich zumindest. Und da kann man das dann noch hinkriegen. Also guten Humusboden aufbauen, aber auch von Bäumen essen. Esskastanie, andere Dinge von Bäumen, die haben ganz tiefe Wurzeln, die holen ganz andere Sachen raus. Zum Beispiel Lithium. Lithium. Wenn ich kein Lithium habe, eins der 80, ne, kann ich nicht glücklich sein. Ist das nicht irre? Das wissen wir alle. Ist das nicht bescheuert? Also ich meine, da ist jemand depressiv, nimmt sich vielleicht das Leben und es fehlt einfach nur ein bisschen Lithium. Wir halten uns für eine moderne Gesellschaft. Ich meine, wir müssen langsam mal anerkennen, dass wir uns insgesamt wie Volltrottel verhalten. Ich schließe mich absolut ein. Ich werde auch erst langsam wach und es ist noch vieles zu lernen. Aber das sollte jetzt vorbei sein, das reicht. Und deshalb auch hier, was wir machen, neues Dorf, selber die Dinge in die Hand nehmen. Wir können nicht einfach darauf vertrauen, dass irgendwelche Politiker was machen. Die können das gar nicht, die dürfen das gar nicht. Sind die weg vom Fenster. Und ein Buch will ich empfehlen, dieses ganze Alzheimer-Thema, Dr. Michael Nehls, Alzheimer ist heilbar, sehr gut wissenschaftlich belegt. Trotzdem erzählen die meisten Ärzte, ja, sie haben leider jetzt Pech, das ist unheilbar. Was ist das? Also ich meine, es ist heilbar, da gibt es wissenschaftliche Studien, die sehr, sehr fundiert sind. Warum lesen die nicht mal Literatur und sagen den Menschen hier, du musst in der Ernährung das umstellen, die und die. Das ist einfach, das ist kein ambitioniertes Programm. Jetzt geht es aber noch weiter, jetzt kommt der Knaller. Und das ergänzt sich mit dem zum Glück sehr.
Jetzt kommt der Gundry. Gundry. Wer hat schon mal von Lektinen gehört? Auf Englisch Lectins. Niemand. Ich auch bis vor kurzem nicht. Ist aber biochemisch durchaus bekannt. Ein Lektin kennen Sie alle. Gluten. Das ist aber eins der harmlosen. Wenn Sie glutenfrei essen, dann kriegen Sie die richtigen Klopper erst. Die schlimmen Lektine, die Sie richtig kaputt machen. Und jetzt gibt es da so ein paar unangenehme Dinge bei. Das ist nämlich, die Pflanzen eigentlich oft gar nicht gerne gefressen werden. Früchte, wenn sie reif sind, die wollen gefressen werden, weil da wird der Kern weitergetragen. Die machen da kein Gift rein, weil die wollen ja, dass sie gefressen werden. Saatkorn, was vom Getreide runterfällt, das will jetzt nicht sofort von Insekten gefressen werden. Und die sind sehr pfiffig, die machen da wirklich absolut hammerharte Gifte rein, damit die Insekten, die das fressen, krepieren oder dass die Tiere, die davon fressen, denen geht es so schlecht, dass sie da nie wieder dran gehen. Und wir Menschen überspielen das, weil wir ertragen das ein paar Jahrzehnte, bis wir chronisch krank sind und essen diese Lektine und besonders im Getreide. Und jetzt kommt ein richtig übles Ding. Wir haben alle mühsam gelernt, dass Vollkorn gesund ist. Und jetzt sind die Lektine im Getreide, sind die allerschlimmsten, sehr viele drin. In fast allen Getreiden, mit der Ausnahme von Hirse. Jetzt sind diese Lektine außen drin. Wenn ich jetzt Vollkorn mache, habe ich die volle Dosis von Lektinen. Schlaue Völker, wie die Äthiopier zum Beispiel, fermentieren den Teig. Ne? Es wird fermentiert. In Äthiopien, in Injera, ist immer fermentiert. Schmeckt leicht säuerlich. Ich habe mal gefragt, warum machen die das? Ja, weil sie schlauer sind. Ne? Die wissen einfach, Lektine lassen sich durch Fermentation zerstören. Durch Hitze leider nicht. Nicht die im Getreide, die im Gemüse schon zum Teil. Und jetzt ist es so, dass wenn wir Vollkorn essen, wir genau das Falsche machen, dass wir massig Lektine aufnehmen. Und jetzt wieder, wo kommt das her? Diese Vollkornbewegung kommt aus der Hippie-Bewegung. Wo kommt die Hippie-Bewegung her? Aus dem Laurel Canyon in Los Angeles. Wenn man sich die Geschichte anguckt, ist eine Gründung des Militärs sozusagen. Vietnamkrieg und Hippies wurden von den gleichen Leuten geschaffen. Kann man jetzt als völlig abstrus ansehen, aber wenn man sich da mal ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt, ist das völlig irre. Und da ist es gar nicht verwunderlich, dass man dann von dort aus gesehen hat, hier immer Vollkorn essen. Jetzt wieder mal angenommen, dass es Leute gibt, die den Überblick haben, wo ich mal von ausgehe, und die gesagt haben, ah ja, hier, jetzt suchen wir denen das doch mal rein. Das ist so ein Ding. Aber auch das ist erkannt. Jeder kann sich eigene Meinung bilden. Und das mit den Lektinen ist wissenschaftlich sehr, sehr sauber begründet. Ich habe das jetzt auch von einem ganz guten Wissenschaftler, dem Dr. Jürgen Reckin, mal durchschauen lassen. Absolut bestätigt. Der sagte dann auch, die haben früher die Lektine immer schon mal diskutiert, weil die wussten nicht, wie schlimm die sind. Und er sagte dann, ja, es gab dann so eine Geschichte, da die Papageien, also die Aras, wenn die lektinhaltige Samen fressen, fliegen die danach an eine Lehmwand und holen sich Lehm, ne? Heilerde. Ne? Auch schlauer als der Mensch. Der Papagei ist schon schlauer. Na, und jetzt kann man das hier lesen. Ist sehr schön geschrieben, leider bisher nur auf Englisch. Hoffe bald auf Deutsch. Ein Verlag hat schon die Rechte gekauft. Ich weiß nicht welche, aber müsste bald rauskommen. Und es gibt in YouTube einiges, allerdings auch bisher nur auf Englisch. Und ich habe eine Liste von den Pflanzen und die können wir hier auch mit rumschicken als Datei in Deutsch dann. Zum Glück zwei Seiten, was gut geht, und eine Seite, die nicht geht. Allerdings auf der einen Seite, die nicht geht, sehr viele Lieblingsnahrungen, ja. Besonders die Getreide. Und aber auch Tomate, bei Tomate halt die Samen und die Haut. Die Italiener nehmen das weg, ne? Die machen dann da die Sachen für die Pasta, das ist nur ohne Haut und ohne die Samen. Tomate war, glaube ich, ungefähr 100 Jahre verboten für Menschen in Italien, weil die wussten, wie gefährlich das eigentlich ist, Nachtschatten. Und in Indien sagt auch jeder Ayurveda-Doktor, nie, Tomate nie essen. Und da gibt es viel zu lernen, und das Irre ist, er hat als Arzt, also das ist jetzt der Beweis des Konzepts, er ist ein Top-Chirurg, Herzchirurg, ganz viele Herztransplantationen gemacht, Weltmeister in Kinderherztransplantationen zu einer gewissen Zeit, also Karrierearzt,
Und der hat dann gesehen bei den Operationen, dass die im Gewebe, jetzt Herzkranzgefäße und so weiter, ist das so komische Fettablagerungen. Dann hat er geguckt, wovon kommt denn das? Und dann lange, jahrelang gesucht und geguckt, was steckt dahinter, sich die ganzen Diäten angeguckt, da funktionierte vieles nicht, aber immer wieder ein ganz paar gute Ideen. Und dann letztlich hat er gedacht, ah, das müssten die Lektine sein. Und hat dann so eine Ernährung vorgeschlagen, wo die harten Lektine weggelassen werden. Es gibt ungefähr 100 Lektine, bei Gluten darunter, aber ganz viele sind entweder harmlos oder sogar nützlich. Aber es gibt viele, die sind sehr schlecht, die Getreide sind die schlimmsten. Und dann hat er halt gesagt, okay, ihr esst jetzt das nicht mehr, das ist diese Liste, ne? Also die eine Seite gar nicht. Und dann hat er festgestellt, die Leute, die wollten, ich möchte keine Herzoperation, ach nee, können wir da nicht was anderes machen. Dann hat er halt angefangen, ihnen zu sagen, okay, wenn du keine Operation willst, dann ess jetzt 3 Monate lang nur noch solche Sachen, lass die komplett weg. Das haben die Leute dann gemacht, brauchten keine Operation mehr, keine Herztransplantation mehr. Dann machte er weiter mit anderen Patienten, die kamen dann immer mehr. Demenz ging weg, Arthritis ging weg, alles ging weg. Also die ganzen großen Zivilisationskrankheiten sind verschwunden. Das ist eine gute Nachricht. Also insofern, wir können da was machen. Und auch diese neurologischen Störungen dabei. Ne? Es ist irre, wie weit das geht. Und das, also nochmal die Wirkweise. Leptine sind Klebeeiweiße. Vom Gluten weiß man das. Ne? Deshalb ist das so gerne ja in diesen ganzen Brötchen, weil das so klebt so schön. Ne? Kann ich aus 3 Gramm Mehl, kann ich da 5 Brötchen backen. Ne? Die Luft verkaufen. Und die Lektine, die kleben, und die kleben aber auch an der Darmwand und reißen da Löcher rein. Und die sind dann so pfiffig, dass sie da durchgehen mit bestimmter weiterer Fehlernährung. Da haben auch Fette mit zu tun. Und dann gehen die in den Körper und besetzen die Insulinrezeptoren. Also das, was an unseren Fettzellen eigentlich steuert, jetzt ist genug, jetzt brauchen wir nichts mehr essen oder jetzt braucht kein Fett mehr eingelagert zu werden, setzt sich so ein doofes Lektin dran und gibt diese Nachricht nicht mehr weiter. Ne? Immer aufbauen. Dann gibt es halt da einfach ungebremstes Wachstum, ne? Weil einfach diese Rezeptoren da verkleistert sind. Das gleiche passiert an Muskeln und bei den Muskeln wirkt das dann so, dass die Muskeln keine Nahrung mehr kriegen. Also die Muskeln werden abgebaut, Fettzellen werden aufgebaut. Und beim Gehirn setzen die auch an, da ist nämlich Insulin dafür da, dass Energie ins Gehirn kommt. Jetzt sitzen die Rezeptoren zu, es gibt keine Nachricht, das Gehirn braucht Energie und das ist, der macht dann so vor sich hin. Das ist eigentlich eine klasse Sache, ne? Also da bräuchte man eigentlich gar keinen Fluorid mehr. Das kennen Sie zumindest, ne? Dass die Vergiftung mit Fluorid, das hat Hitler schon gemacht, ne? Die Bevölkerung schön sedieren. Fluorid ins Trinkwasser hat er damals gemacht, in den USA machen sie das, in Irland auch immer noch. Und wir kriegen das über Zahnpasta, aber das weiß man, dass das Irrsinn ist, zumal in Zahnpasta ist Natriumfluorid, das ist die richtig giftige Form, könnt ihr zumindest Calciumfluorid reinmachen, was gar nicht so schädlich wäre. Also wer überhaupt daran denkt, fluoridhaltige Zahnpasta zu nehmen oder beim Zahnarzt auch noch diese Behandlung da mit Fluorid machen zu lassen, sorry, das ist irgendwie Sabotage, Selbstsabotage. Und das Entscheidende ist die Zwischenraumreinigung, habe ich inzwischen mit meinen Kindern auch gelernt. Ich habe immer gedacht, immer wieder einreden lassen, das kriegt man so Angst gemacht. Ja, aber bei den Kindern, die müssen doch jetzt und so. Stimmt alles nicht, braucht man nicht. Aber die Kinder müssen schon beigebracht werden, von Anfang an die Zwischenräume mitzureinigen. Und das funktioniert, das weiß ich jetzt. Ne? Die Kinder haben nichts. Das ist, wenn die Zwischenräume gereinigt werden. Aber wenn die nicht gereinigt werden, dann gibt es auch mit Fluorid Löcher. Gut, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Exkurs und das Interessante ist, wenn wir jetzt Richtung Neues Dorf gehen, Permakultur und so weiter, sind wir völlig auf der richtigen Schiene. Wenn wir vom Getreide weggehen, ich bin da im Moment auf der Suche und es ist sehr spannend, jetzt durch die Bioläden zu gehen, viele der Dinge, die ich bisher denkenlos gekauft habe, meiner Ignoranz, dass ich jetzt links liege. Ich mache da jetzt keine Religion draus, also ich bin jetzt nicht schwer krank zum Glück, ich kann das im Moment jetzt noch so langsam weniger werden lassen, Kindern ist schon ein bisschen schwieriger, aber
Jetzt gucke ich, was es sonst gibt. Hirse ist schon mal gut. Ne? Morgens Hirsebrei, richtig lecker. Kann man tolle Sachen reinmachen, ein bisschen Obst reinschneiden, ein bisschen gute Nüsse reinschneiden. Und dann, was mein Lieblingsmehl ist, Esskastanie. So lecker, fantastisch. Leider sehr teuer. Nur ich weiß jetzt, wie man es herstellt. Esskastanie kann auf gleicher Fläche, das ist wieder ein neues Dorf, ne, auf gleicher Fläche so viel Nahrung produzieren wie ein Weizenfeld. Jetzt habe ich aber schöne Bäume da überall, wahnsinns Bienenweide, diese die Esskastanien sind fantastisch, wenn man da im Sommer ist, das sieht auch toll aus. Und Nahrung, hochwertigste Nahrung und Holz für die Holzgasanlagen. Und darunter können noch Tiere weiden, man kann darunter noch Gemüse anbauen. Nicht nur ein doofes Weizenfeld, ne, wo keine Biene irgendwie was von hat. Und also insofern passt da sehr, sehr vieles sehr schön zusammen und ich bin wiederum bestärkt. Gut, ich habe mir angewöhnt, einfach richtig durchzuziehen, weil ich merke, die Leute bleiben dabei. Und das klappt hier auch, oder? Sie sind noch da. Das mit 20 Minuten Aufmerksamkeitsspanne ist nur, wenn es langweilig ist. Oder? Wenn es spannend ist, kann man anderthalb Stunden dabei sein. Ja. Leider nicht, habe ich auch gedacht. Also das Keimen macht es teilweise erst schlechter. Was aber hilft, ist Sauerteigführung. Dass man richtig ein Sauerteigbrot macht, das ist ja. Und wenn das lange einweicht, dann hilft das. Also es gibt ein paar Wege. Fermentation muss man noch gucken, also wir müssen ein bisschen dazulernen. Also Getreide muss man jetzt nicht komplett rausschmeißen, aber es ist halt jetzt, wir müssen lernen, wie man damit umgeht. Und für einige Gemüse ist der Dampftopf gut, ne? Den man schon vergessen hat eigentlich. Ne? Dampftopf. Da kann man so einige Bohnen wieder mit rehabilitieren, die dann halt uns nicht mehr kaputt machen können. Und so weiter. Wie gesagt, die Liste schicken wir rum. Das Buch ist unbedingt zu empfehlen. Er hat auch ein paar YouTube-Videos. Spricht ein verständliches Englisch. Also da kann man folgen, wenn man ein bisschen Englisch hat. Und der Mercola, Dr. Mercola, steht da auch voll hinter. Mercola ist einer der großen Freaks der Welt für Ernährung. Mercola.com mit C, Mercola, M-E-R. C-O-L-A. Unglaublich viel. Der hat 500 Leute mit Recherche beschäftigt, über Nahrung und gegen Pharma und so weiter. Grandios. Und er unterstützt es auch. Ja, Stadt und Land. Landflucht ist bekannt, ist dramatisch und das geht nicht, das kann man nicht zulassen. Das, was im Moment politisch diskutiert wird, sind Lachnummern. Es ist Fantasielosigkeit, es herrscht Ideenlosigkeit, was aber ja, erst so langsam dazu führt, dass man auch guckt, gibt es auch andere Dinge. Und ich merke im Moment sehr, sehr viel Rückenwind für diese Idee Neues Dorf. Jetzt nicht nur von denen, die jetzt von mir das gehört haben, sondern andere, die ähnliche Ideen haben. Menschen, die auch ganz andere Projekte machen, ist absolut großartig und toll. Und das, was wir hier im Moment machen, ist tatsächlich so ein Gedankenfeld, Mentalfeld gemeinsam schaffen. Wenn wir das jetzt gemeinsam mal durchdenken, können andere das leichter. Die meisten Menschen der Welt stehen immer hinterm Baum, bis sie dann ganz, ganz harmlos da rauskommen können, aber gehen nicht voran. Ne? Meistens sind Herdentiere. Das ist nicht bös gemeint, es ist einfach normal. Und das ist halt, die Herdentiere können Dinge nicht denken, die nicht im normalen Denkschema sind. Wenn aber die Leute, die so ein bisschen weiter gucken, die sich auch für neue Sachen interessieren, das schon mal durchdacht haben, gibt es Felder und plötzlich können alle anderen da auch mit. Das ist, es gibt also dieses Phänomen der 100. Affe. Ich weiß nicht, ob das jemand mal gehört hat. Ne? Man bringt 100 Affen bei, bestimmtes Werkzeug zu benutzen. Ich bin das alle Affen auf der ganzen Insel. Das ist das Mentalfeld. Auf anderen Inseln auch. Das auch noch. Ne? Das ging drüber hinaus. Gut, so geht es nicht, aber was können wir machen? Das ist einer. Ne? Jetzt ein Gedicht. Bisschen was für die Kultur, oder? Rilke kommt immer gut. Gefällt mir inzwischen richtig, richtig gut, seitdem ich das hier bin. 1905. Das Gedicht heißt Die Städte aber wollen nur das Ihre, aus dem deutschen Lesebuch, Kapitel 28. Die Städte aber wollen nur das Ihre und reißen alles mit in ihren Lauf. Wie hohles Holz zerbrechen sie die Tiere und brauchen viele Völker brennend auf.
Und ihre Menschen dienen in Kulturen und fallen tief aus Gleichgewicht und Maß und nennen Fortschritt ihre Schneckenspuren, fahren rascher, wo sie langsam fuhren, fühlen sich und funkeln wie die Huren und lärmen lauter mit Metall und Glas. Es ist, als ob ein Trug sie täglich äfte. Sie können gar nicht mehr sie selber sein. Das Geld wächst an, hat alle ihre Kräfte und ist wie Ostwind groß und sie sind klein und ausgeholt und warten, dass der Wein und alles Gift der Tier- und Menschensäfte sie reize zu vergänglichen Geschäften. Das ist jetzt mal das Stadtleben in Kurzfassung von 1905. Damals hat man das noch gemerkt, heute findet man das normal. Ja, ja, dazu haben wir eine hundertprozentige Abhängigkeit. Es gibt einen tollen Roman von Mark Ellsberg, Blackout, und ein Rezensent hat geschrieben, innerhalb weniger Tage ist von der sogenannten Zivilisation nicht mehr viel übrig. Man muss sich klar sein, dass in Metropolen, wo die ganze Energieversorgung zusammenbricht, nach wenigen Stunden alle Läden ausgeplündert sind, ne, weil die Leute wissen, ah, vielleicht gibt es nichts mehr zu essen, schnell versorgen, ist auch nachvollziehbar. Und danach, wenn es nichts mehr gibt, dauert das nur wenige Tage, bis die Menschen sich gegenseitig die Köpfe einhauen und zu Kannibalen werden. Und das ist, ja, es ist hart, dass es so ist, und deshalb sollte man es auch verhindern. Und deshalb brauchen wir eine Entwicklung auf dem Land, wo wir lokal produzieren können. Dass auch wenn Energie ausfällt, gibt es auf dem Land immer noch genug. In Kriegszeiten auf dem Land ging es immer noch gut. Es gibt Leute auf dem Land, die haben den Krieg gar nicht mitgekriegt, den Zweiten Weltkrieg kaum mitgekriegt. Ne, da gab es eigentlich immer noch genug zu essen und so weiter. Und wenn wir jetzt einen starken Gartenring zum Beispiel machen, um die Städte, wo ganz viele Permakulturbetriebe, unglaublich viele Esskastanien wachsen. Moringa wächst ja bei uns leider nicht. Aber dann haben wir halt einfach eine eingebaute Sicherheit, dass wenn es mal schief geht, ist immer noch genug da. Und das Wasser regeneriert sich. Ne? Und das ist so eigentlich eine der Motivationen. Es gibt ziemlich viele. Das war mal ein Teil eines Cover-Entwurfs, den ich mal gemacht habe. Das ist immer, Cover ist echt immer so ein Kampf da. Was kommt da jetzt rein und was nicht? Und ja. Gut, das soll es sein, und jetzt werde ich mal die Grundlage, also wenn wir sowas machen wollen, ne, dann müssen wir wissen, wie das geht. Und in Kurzfassung kann ich sagen, es ist alles da, es gibt unglaublich viele tolle Konzepte, die bewährt sind, unglaublich hohe Erträge bringen, die hohe Qualität bringen können und Menschen glücklich machen. Die Konsumenten, weil in dem Essen auch Lithium drin ist, ne, weil die Esskastanie das aus tiefen Erdschichten holt, das auch in der Nahrung ist, die Tiere das kriegen, der Humus das kriegt und dann auch die Gewaltbereitschaft zurückgeht. Eine Riesenstudie in Texas, ne, Gegenden mit wenig Lithium im Trinkwasser und Gegenden mit viel Lithium im Trinkwasser. Die Gewalttätigkeit in den Gegenden mit wenig Lithium war dreimal so hoch. Und das wissen wir alle nicht. Das kann nicht sein. Es gibt in England Studien, Gefängnisse, ein Gefängnis, weiter den Junkfood, ein anderes Gefängnis, die hatten richtig gute Nahrung gegeben, allem, was man so braucht. Da war kaum noch Gewalttätigkeit. Warum wissen wir das nicht? Ich meine, das ist ein ganz drastischer Zusammenhang. Und was für ein Schulfraß heute ausgegeben wird, einfach nur, weil das Billigste ist gerade gut genug für unsere Kinder, oder? Das geht doch nicht. Und das müssen, das kann so nicht weitergehen. Gut, das ist jetzt hier ein Gelände, was inzwischen schon Permakulturgelände geworden ist. Das ist Teil eines neuen Dorfes, auch das habe ich nicht erfunden, sondern Robert Briechle, unabhängig von mir. Er kam dann zu mir nach Hamburg, aus dem Allgäu gefahren, mit ein paar Leuten kam es dann an und waren super happy, dass ich jetzt sowas mal geschrieben hatte, und seitdem arbeiten wir zusammen. Ich habe mehrere Veranstaltungen da schon gemacht, und hier, das ist Familie Briechle, waren die Pioniere im Bioland. Ziemlich die ersten Milchbauern im Bioland. Damals unglaublich angegriffen und verächtlich gemacht, und das war ein Kampf damals, überhaupt nur Biomilch zu produzieren. Und jetzt kommt der Robert an, der Sohn, und macht noch verrücktere Sachen. Und das ist toll, und das ist halt jetzt eine Weide hier, und das kann daraus werden. Da können
massig Insekten leben, Vögel finden Verstecke, alle anderen Tiere auch und fantastische Nahrung. Er hat hier Wasser freigelegt, was vorher unter dem Boden war, ne? Flurdrainage und so weiter, alles weit Wasser wegleiten. Jetzt wächst da fantastische Brunnenkresse, die Gehirnnahrung. Und ich habe das irgendwo dann gelesen, dass Brunnenkresse eine der besten Gehirnpflanzen ist, das Gehirn so aufmachen. Und als ich ihm das sagte, dann meinte ich, Mensch, jetzt fällt mir das auf. Als er da diese Brunnenkresse immer gegessen hat, ne, weil er war massig und ist hochpreisig, das kann man auf dem Markt sehr gut verkaufen auch, dann sagt er, der ist so richtig aufgeblüht in der Zeit, ne, so richtig auch spirituell so aufgegangen. Und das ist so eine schöne Bestätigung. Na, und das ist jetzt, die haben da mal gemessen hier, 16 Pflanzen auf der Biolandweide, 182 Pflanzen, die sind 182, meiste essbar und vieles, was auch sonst gut ist, auch Tiefwurzelnde, die dann die anderen Nährstoffe dann noch rausholen. Wasserpflanzen, Wasserflächen sind sehr, sehr effizient. Da wollen auch schon die Insekten hier gleich rein. Das sind gleich schon eine späte Mücke. Ja, und dann dazu, das ist auch ein sehr, sehr schönes Experiment, hat Dr. Jürgen Reckin gemacht, einer der größten Kenner der Pflanzenvielfalt. In der Nähe von Eberswalde, da hat er in der DDR ein Pflanzenvielfaltsforschungszentrum, Nutzpflanzen. Und er hat so ein Experiment aufgebaut, auf der einen Seite so ein Traumboden der Agrochemie. Ne? NPK-Dünger in optimaler Zusammensetzung und sogar mit allen Spurenelementen, was man eigentlich nie hat, in agrochemischen Boden. Auf der anderen Seite ein humusreichen Boden mit Steinmehl, ohne jeden Mineraldünger, gar nichts. Da würde man sagen, die Pflanze kann da gar nichts essen. Ne? Weil nach der Schwachsinnsidee, das hat ja damals Wiebig gemacht, ne? Da hat ja eine Pflanze eingeäschert, hat gesagt, oh, da ist Stickstoff, Phosphor, Kalium, hat gesagt, aha, der war schlau, ne? Hat gesagt, oh, die fressen Stickstoff, Phosphor, Kalium. Da hätte ich jeden Student rausgeschmissen, gesagt, hier komm, jetzt trinke ich erstmal ein bisschen nach. Wenn ich einen Menschen einäschere, ja, was ist da? Phosphor, Kalium? Ah, die können wir mineralisch ernähren, oder? Den brauchen wir nur noch drin. Funktioniert natürlich nicht. Aber der Pflanze, was will die? Die will natürlich den Humus, ne? Weil da gibt es die guten Sachen, da gibt es Makromoleküle, da gibt es ganze Bakterien zu fressen. Und die Bakterien, die werden aufgenommen durch die Pflanze, durch einen Prozess, der sich Endozytose nennt. Gibt es im Körper auch in Zellen, das ist gar nicht so absurd. Die Wurzel kann das auch, also die Feinwurzel, die man gar nicht sieht, also das ist mikroskopisch. Die stülpen sich ein, können lebende Mikroorganismen aufnehmen, also E. coli oder Salmonellen, und die werden dann verstoffwechselt. Also die eine Nachricht daraus ist, vegetarisches Leben ist per se unmöglich, weil die Pflanze nicht mal vegetarisch ist. Und das so ein bisschen gegen Dogmatismus. Und das ist inzwischen auch hochgradig wissenschaftlich belegt, nämlich mit einer Studie aus Australien, Schweden und so weiter. Und die haben wir tatsächlich jetzt gemessen, dass die E. coli da durch die Pflanze gegen verstoffwechselt wurden. Und das ist hier die Veröffentlichung. Wir haben die Leute, die Arbeitsgruppe da in Australien mal angesprochen. Und die haben gesagt, null Resonanz auf diesen Artikel. Und das müsste Titelseiten füllen. Das ist Weltklasse. Aber wir wissen es jetzt. So, dann der Herwig-Pommeresche. Hat jemand schon mal von ihm gehört? Ah ja, gut, ja. Also wer sich mit Humus beschäftigt, sollte ihn lesen. Er hat zum Glück seine Humusphäre, gibt es eine neue Auflage jetzt. Das hat Jochen Koller hauptsächlich mit verursacht, dass das jetzt neu ist. Das ist jetzt gut sortiert, wunderbar zu lesen. Das war früher schwierig und hat dazu auch Videos in Deutsch gemacht. Also da findet man einiges. Und er produziert halt durch ganz, ganz viel Humus, bis 65% Humus. Da braucht man natürlich viel Futter dazu, Küchenabfälle, klein gehäckselt, ausgesiebt. Und das, was man im Sieb hat, arbeitet man einmal im Monat in Boden ein, nahe der Pflanze. Das Flüssige ist Direktdünger, ne, mit viel Chlorophyll und so weiter. Die Pflanze gibt ab wie sonst was. Und er produziert 18 Kilo Zwiebeln auf einen Quadratmeter, seit 20 Jahren immer wieder, wo sonst etwa 3 Kilo wachsen, egal ob agrochemisch oder bio. Also bio kann sehr viel mehr, wenn man es humusreich macht.
Und ich bin da extra hingefahren, weil ich das einfach nicht glauben konnte. Aber es ist tatsächlich so, auch Möhren sind unglaublich viel. Und die Idee dabei ist auch, dass man das so eng lässt, dass da kaum noch Unterwuchs ist. Ne? Da braucht man dann nicht mehr viel Geld. Und aus meiner Sicht ist das zu sehr Monokultur. Also ich würde da jetzt noch andere Pflanzen zwischenpflanzen. Also wir wollen natürlich diese Intercropping haben, so, also Pflanzengesellschaften, weil Pflanzen können sich sehr gut gegenseitig unterstützen. Wenn man alles die gleichen hat, geht das nicht. Wir haben alle das Gleiche über und alle brauchen das gleich. Das macht nicht viel Sinn. Gut, aber das ist schon mal ein guter Baustein. Sehr, sehr viel Humus. Und den Humus füttern, und das ist durchaus, da braucht man Material für, da braucht man Flächen für, da braucht man vielleicht auch ein paar Tiere für und so weiter. Blätter der Bäume sind klasse, Holz, holzige Reste und so weiter. Dann, das war eine super, super, super Entdeckung. Als ich dieses Buch gelesen habe, da war ich glücklich. Also das war so, das, was ich immer behauptet habe, ist dort wahr geworden. Und plötzlich hatte ich da alle Beweise, ohne dass ich da noch groß reden muss. Und gibt es bisher nur auf Englisch oder Französisch. Und Miraculous Abundance, also so das Wunder des Überflusses oder so. Und ein wunderbares Projekt von Nicht-Farmern. Sie war Karrierejuristin aus international tätig in Japan vorher, und er hatte 20 Weltumsegelungen gemacht mit einem riesen Schulschiff, wo er immer so Anthropologie machte, alte Völker besucht hat und so. Dann haben die sich diese Farm gekauft und wollten da autark leben und sind dann so halbwegs pleite gewesen, weil sie mit klassischem Gartenbau gearbeitet haben. Und dann haben sie aber die Kurve gekriegt, weil sie dann gesehen haben, sie müssen was anderes machen. Dann haben wir die Permakultur entdeckt, biointensive Wirtschaft nach John Jevons aus Berkeley in Kalifornien, USA. Und Fukuoka aus Japan und verschiedene andere Dinge. Also bis auf Pommeresche haben sie, glaube ich, alles gefunden, was ich auch kannte. Aber auch nicht mehr. Und das aber wirklich gemacht. Ich bin ja nur der Theoretiker, der erzählt. Ich muss das auch noch beweisen. Ich meine, ich Gärtner auch, ne? Auch auf etwas größerer Fläche. Und ich weiß, wie schwierig das tatsächlich auch ist. Ne? Aber es ist halt einfach die Anregung. Kann man ja selber lesen dann und gucken, und dann findet man Wege, wie man das selber machen kann. Und die haben dann Kontakt gekriegt zum INRA, Institut National de Recherche Agronomique in Frankreich, so die nationale Forschungseinrichtung für Agrarwissenschaft, also konventionell hauptsächlich. Und die haben dann gesagt, hier, was ihr hier macht, das ist so irre. Lasst uns Forschung bei euch machen, sowas können wir überhaupt nicht nachstellen. Und dann haben sie über mehrere Jahre haben sie Teilflächen hier genau beobachtet, und zwar ganz kleine Teilfläche, 1000 Quadratmeter Netto-Beetfläche, ein Zehntel Hektar. Dann haben sie genau geguckt, was geht rein, was kostet das Saatgut, wie viel Arbeit geht da rein, alles genau dokumentiert, und auch wie viel kostet das Marketing, also wie viel Aufwand ist das alles direkt zu vermarkten. Und jetzt muss man zu den Preisen noch sagen, in Frankreich wird Essen mehr gewürdigt, die bezahlen auch mehr für gute Nahrung. Das ist in Deutschland anders leider. Und selbst große Ökos werden plötzlich knickerig, wenn es darum geht, vom Ökobauern nebenan was zu kaufen. Das ist traurig. Aber das ist altes Denken, von dem sollte man wegkommen. Die haben dann gesehen da, dass die auf 10.000 Quadratmeter Netto-Beetfläche insgesamt anfangs 35.000, zu Ende über 50.000 Euro verdient haben. Auf 1.000 Quadratmeter, 10 Hektar. Aber es war eine ganze Arbeitsstelle nötig. Es war eine volle Arbeitsstelle, um diese 1.000 Quadratmeter gut zu bewirtschaften und das Marketing zu machen. Und das ist natürlich passend. Ich meine, das ist auch, die Arbeitsstelle ist auch bezahlt. Warum gibt es das nicht überall? Weil dieses Geld kann keiner extrahieren. Ne, wenn ich jetzt jemanden bezahle, der das macht, dann ist nur die Arbeitsstelle bezahlt. Und das reicht uns ja, ne, wenn wir lokal wirtschaften, reicht und sind völlig zufrieden. Aber für irgendeinen Globalisten, der jetzt da für seine Shareholder da irgendwie 25% Jahresrendite da erwirtschaften will, ne, ich meine, das ist wie Bankraub, ne, ist eigentlich wie Bankraub. Das sollte man auch mal ähnlich unter Strafe stellen, solchen Irrsinn. Aber wenn die selber nur was verdienen können, gibt es keine Möglichkeit, das zu extrahieren, und wenig Interesse der Globalisten. Das müssen wir selber machen.
insgesamt ein neues Dorf aufbauen. Das Geld fließt in der lokalen Wirtschaft, weil dieses Geld, was da erwirtschaftet wird, da kauft der wieder was mit vom Bäcker und so weiter. Ne? Na gut, Brot soll man nicht mehr essen, aber der macht ein gutes Esskastanienbrot, was wieder dann von Egon kommt. Ne? Und unsere Holzgasanlagen laufen dann mit dem, wo er dann mal die Bäume einkürzt. Ja, so geht's. Und das ist halt aus meiner Sicht dann nicht eine volle Stelle, was dann auch wirklich, also ich mache viel auf dem Gelände, wenn ich aufstehe, da erstmal die Sense, ne? Und wenn ich dann so nach anderthalb Stunden gesenst habe, dann bringe ich einfach erstmal in die Elbe, schwimme eine Runde, danach gehe ich aber erstmal am Schreibtisch und da lese eine Masterarbeit oder so. Diese Abwechslung finde ich toll, ne? Und das sollten wir auch im Konzept haben. Kann jeder machen, wie er will, logisch, aber drei Sachen irgendwie so, ein bisschen Abwechslung, Gärtnern, Heilarbeit und eine kleine Firma haben oder Dienstleistungen oder Marketing, die Stände, Marktstände machen, Transporteur sein, was weiß ich, Carsharing zu betreiben. Nicht jetzt mit diesen Elektropanzern da, das ist völlig unökologisch. Vor allem die Elektrosmogbelastung in diesem Elektroauto ist verheerend. Einen Arbeitsplatz dürfte man nicht in so einem Auto einrichten, weil das einfach absolut kaputt macht. Also wer so ein Elektroauto hat, einfach mal nachmessen. Das geht über einen Anschlag da von so Messgeräten. Und da erstmal dem Hersteller zurückgeben und sagen, hier, mach das erstmal ordentlich, sodass man überhaupt drin sitzen kann. Ich sage jetzt nicht, dass da eine Absicht hintersteckt. Ist sicherlich auch nicht überall so. Es gibt auch noch genug Dummheit. Also das ist, das kann man auch noch voraussetzen. Also, super Ding, das Buch ist klasse zu lesen, ist absolut, es ist spannend, macht Spaß. Und wie meins auch, ist auch, ich habe auch gehört, gut zu lesen. Ich habe es persönlich geschrieben, ist kein wissenschaftliches Buch. Und man hat mir gesagt, es macht Spaß, das zu lesen. Viel Praxisbeispiele, also auch da mal für meins auch nochmal Werbung. Und es gibt noch viele andere Beispiele, das ist das Tolle. In USA gibt es eine Bewegung, die nennt sich Market Gardeners. Also das sind so kleine Gartenbaubetriebe, die direkt Vermarktung in der Stadt machen. Market Gardeners, aber die selber auch den Markt bilden können. Und jetzt können die sich aber zusammentun und es ist natürlich eigentlich viel schöner, wenn man das dann gemeinsam macht mit 100 Kleinbetrieben. Das Marketing machen dann so ein paar Leute, die es zusammentun, vielleicht auch nicht mal die gleichen, dass es abwechslungsreich bleibt. Aber das bestärkt eigentlich, ich habe mal umgerechnet, was die da verdienen, auch da biointensiv 50.000 Euro auf 1.000 Quadratmeter umgerechnet. Mit Gewächshaus, elektrische Erntegeräte werden entwickelt, ne? Neue Sachen kann man lokal produzieren, auch wieder ein Kleinbetrieb. Ne? Ich suche im Moment nach Ideen, wie kann man so Kleinbetriebe bis vielleicht 10 Mitarbeiter machen, die dann aber vielleicht alle in vielleicht 30, die dann in Drittelstellen dann da arbeiten. Das wären super Sachen. Das wäre dann halt der Bedarf, schafft sich da selber, man kann sehr viel Arbeit damit sparen. Und die sagen, dass sie dadurch ein entspanntes Leben haben. Er macht hier mit mehreren Mitarbeitern, 12 Mitarbeiter, 50.000 Euro auf 1.000 Quadratmeter. Startkapital war 30.000 Dollar und Pacht. Nach 6 Jahren war er Eigentümer. Man kann auch abbezahlen, also das Land erst pachten, aber einen Vertrag machen, dass man das auch abbezahlen kann. Man sollte unbedingt Eigentum anstreben, zumindest in der Genossenschaft. Und dann Genossenschaftsanteile für die Kleinbetriebe. Aber den ganzen Hof kaufen als Genossenschaft zum Beispiel. Wenn man Pacht hat, nach 20 Jahren läuft der verdammte Vertrag aus, dann muss man vielleicht wieder weg, man hat das aufgebaut, was fantastisch ist. Und bitte von Anfang an, ich kenne genug Beispiele, wo die Leute 20, 30 Jahre in einer Demeter Landwirtschaft gearbeitet haben, plötzlich rausgekickt wurden, ne? Von tollen Ökos, ne? Vorher großartige Kumpels waren, sich hauen sie ihnen einen rein, die fliegen raus, haben gar nichts mehr. Ne? Und sowas gibt es halt. Deshalb eigenen Betrieb, da bin ich selber verantwortlich. Wenn ich Mist mache, geht das nicht. Wenn ich es gut mache, dann läuft es schön. Und mit Nachbarn kann man ja immer noch zusammenarbeiten. Aber diese alten Ideen, ja alles gemeinsam und so, das hat doch noch nie so richtig funktioniert. Ne? Wer das machen möchte, kann das ja trotzdem machen und seine Erfahrung sammeln. Neuseeland, das sind alles Beispiele aus moderaten Klimazonen und
das ist hier auch ähnliche Größenordnung, 80.000 Neuseeland-Dollar auf 1.000 Quadratmeter. Ja, das sind Kleinbetriebe, ne? Die leben da gut von. Ja, dieses Buch, The Market Gardener, ist jetzt auch auf Deutsch rausgekommen, gerade eben, also das war erst vor wenigen Wochen, glaube ich, sogar auf Deutsch erschienen. Und Les Jardins de la Grelinette, die Grelinette ist so eine große Breitforke, und die haben da auf 6.000 Quadratmeter leben die mit 4 Leuten, mit gutem Einkommen, mit Urlaub, mit Altersvorsorge. Allerdings mogeln die, weil die holen ja ganz viel Hühnerhülle von einem Nachbarbetrieb. Also das muss man mal gucken, wo kommt die Organik her, ne? Das machen sie nicht selber. Ja, ein Wort zur Diomantie. Wer hat von Diomantie schon mal was gehört? Auch so viel, erstaunlich. Also heute Nachmittag war das auch fast alle großartig. Unbedingt mit einbeziehen. Also wenn man Landschaft umgestaltet, egal ob man ein eigenes Haus baut oder ob man jetzt ein ganzes neues Dorf macht oder eine Straße baut oder eine Fabrik, man muss gucken, wie passt das in die Natur, damit harmonisch bauen, dann passieren weniger Unfälle, die Menschen fühlen sich wohler und das Ganze ist auch dauerhaft harmonisch. Und hier ist jetzt ein Beispiel, haben wir in Lübeck bei einer Siedlung gemacht, wo ich für 250 Leute ein Abwasserkonzept gemacht habe und tatsächlich Toiletten dann zur Düngerproduktion genutzt werden könnten, wenn es noch erlaubt wäre. und dort halt einfach gucken, einerseits, wo sind Störzonen, wo sind Wasseradern, man kann da nicht leben. Also da ein Haus drauf zu bauen, das ist komplette Dummheit. Das schafft nur der moderne Mensch. Ne? Und das war früher, hat jeder geguckt, ne? Bis vor 150 Jahren kam immer der Routengänger und hat geguckt, ah, hier lassen wir kein Haus. Und dann sind die auch gesund geblieben und konnten da gut schlafen. Und das ist noch bekannt, aber wichtig auch zu den positiven Dingen zu kommen. Wo sind Energieeinstrahlungen, sind da Vitalenergieeinstrahlungen? In Irland gibt es viele diese Energietürme, die sind offenbar dazu da, vitale Energie in die Äcker zu bringen, auch die Energie der Erde anzureichern. Und man kann beobachten, dass um diese Türme herum es viel besser wächst, nimmt dann so ab, so konzentrisch. Und da gibt es viele Sachen, es gibt auch diese Agnikultur, und viele Sachen, also Elektrokultur, elektrisch leitende Metallstäbe, Nord-Süd, magnetisch Nord-Süd in Boden legen, steigert das Wachstum. Und es gibt fantastische Sachen. Das Wissen wurde alles so ziemlich verdrängt, diese Bücher sind irgendwann verschwunden, aber das Wissen ist noch da und das sollte man sich jetzt auch verfügbar machen. Es ist spannend und es scheint wirklich gut zu funktionieren. Ja, und hier halt auch gucken, wo sind entsprechende Elementarwesen und so weiter. Die sind oft an den tollen alten Bäumen, ne? Und die darf man einfach nicht fällen. Das muss man so planen, dass man da drumherum baut und die dann da stehen lässt. Und dann kannst du auch gut weiterleben. Ja, jetzt nochmal ein bisschen zusammengefasst. Ich mache jetzt noch so 10 Minuten. Dann, das klappt noch, ne? Die Idee ist nicht neu. Ne? Alle gute Ideen haben schon viele Menschen gehabt. Sir Howard hat in England das 1902, also Rilke war 1905 und Sir Howard war 1902, ähnliche Zeit. Rilke hat gezeigt, was für ein Irrsinn da läuft in den Städten und Sir Howard hat hier gezeigt, was kann man machen. Er hat Garden Cities of Tomorrow veröffentlicht und die sind. Er hat die Stadt mitgebaut, das war sehr ambitioniert. Also immer zwei Projekte wirklich gebaut gekriegt. Also wenn ihr da um Dresden um sowas Großes vorhabt, ruhig groß planen. Also er war da noch wahnsinniger. Die Stadt hätte man da nicht mitmachen müssen. Wir haben ja so eine Städte jetzt. Ne? Aber um die Städte rum kann man wunderbar was machen. Und das ist im Grunde die gleiche Idee. Und das wäre jetzt halt neues Dorf, eine ähnliche Idee. Und viele neue Dörfer wären dann im Grunde auch so im Gartenring um die Stadt herum. Und das Ganze basiert auf Unternehmen, also deshalb Unternehmerdorf. Und unternehmerisches Denken ist leider nicht sehr verbreitet. Also es gibt eine Untersuchung, dass nur oder hauptsächlich Leute Unternehmer werden, wo in der Familie Unternehmer sind. Und das ist halt ein bisschen frustrierend, aber ich glaube auch, dass man auch das lernen kann, dass man halt auch
gemeinsam halt Ideen entwickeln kann. Und man muss aber auch gucken, was brauchen wir? Also man kann nicht einfach sagen, jetzt hier kommt alle her und dann machen wir mal alle. Und plötzlich hat man da 20 Bäcker, alle wollen jetzt eine Bäckerei aufmachen und hauen und stechen. Man muss einfach auswählen, hier, wir haben das und das und das. Und dann kann man irgendwann sagen, okay, wir haben schon eine Tischlerei, wir haben eine Schmiede, wir haben jemanden, der macht therapeutisches Reiten. Wir haben, und genauso wie man jetzt eine Firma aufmacht, Mitarbeiter sucht, sucht man halt Unternehmer, die bestimmte Nischen da besetzen, die auch zusammenpassen. Von manchem kann man viel haben, manche gehen aber nur, weil es lokaler Handel ist, in einer gewissen Größenordnung. Und die Dienstleistung gibt es halt auch, wenn es groß genug ist. Deshalb halt immer wieder mindestens 150 Leute pro neuen Dorf, maximal 300. 150, hat mir jemand gesagt, auch mal im Vortrag, ist diese Clan-Größe. Ne? Das ist uns in den Genen. Das ist eine ganz normale Größe für Menschengruppen. Und das ist noch übersichtlich. Und ab 300 kennt man dann bei jedem persönlich. Das wird eine Frage von Sicherheit. Und dann soll man lieber ein Nachbardorf machen, was wieder mit, was weiß ich, 150 loslegt. Und man kann da auch zusammenarbeiten. Ne? Und dann wird das immer interessanter. Und ich habe, glaube ich, 20 Seiten über ja, Möglichkeiten, Unternehmen aufzunehmen. Ne? Neben der Permakultur. Weiterverarbeitung, aber auch Produktion von Elektrogeräten für die Permakulturlandwirtschaft, Transport, der wirklich ökologisch ist, Holzgassysteme verschiedenster Art und Dienstleistungen gibt es natürlich ohne Ende und da möchte ich halt einfach auch sagen, Gemeinschaftsbüros machen, weil wenn ich alleine zu Hause arbeite, ist das oft frustrierend. Also wenn man monatelang immer in einem Raum zu Hause sitzt und alleine für sich arbeitet, das ist für viele nicht so toll, weil arbeiten heißt auch mal mit jemandem Kaffee zu trinken, ein Schwätzchen zu halten und so weiter. Gemeinschaftsbüro machen zum Beispiel, wenn man möchte. Und dann gibt es aber auch Komplementärwährungen aufbauen. Das kann ganz einfach erfolgen mit Inhaberschuldverschreibungen. Man muss kein großes Vorheim machen. Inhaberschuldverschreibungen sind völlig legal, uraltes Instrument. Und das hat mir Margaret Kennedy gesagt, die sich da sehr lange mit beschäftigt hat. Und die kam dann später darauf, dass das eigentlich die einfachste Form ist. Ein wichtiger Teil ist halt die häusliche Altenpflege. Es gibt natürlich hoffentlich einerseits viele junge Leute, die sowas machen, aber es wird auch eine Menge, sagen wir mal, Ruheständler geben, die dann sagen, okay, jetzt hier, meine Arbeit in der Stadt ist jetzt zu Ende, ich will jetzt auf Land ziehen, da noch mal richtig loslegen, ich mache zum Permakulturgarten auf. Und da haben wir natürlich dann im Auge, naja, wenn ich jetzt so 65 bin, wie ist, wenn ich 85 bin, ne? Vielleicht kann ich da nicht mehr so. Deshalb muss häusliche Pflege möglich sein, damit derjenige, der rausgeht, die Sicherheit hat, wenn er bleiben möchte, kann er da bleiben. Weil man will da nicht mehr nochmal woanders hin oder abgeschoben werden. Und da sind so Modulhäuser dann auch gut, weil man dann kann man zum Beispiel Eltern nachholen oder da gibt es so ganz gute Möglichkeiten, was zu kombinieren. Und jede Menge anderer Möglichkeiten. Und da gehört auch Abwassersystem zu. Da habe ich mich lange mit beschäftigt, da. Das gibt auch hier, wer da noch gucken möchte, das Buch Abwasser, da steht viel drin über dezentrale Systeme für neue Dörfer. Ich gebe dir schon mal eins. Dann weil man gibt viel zu viel Geld aus, wenn man einen Kanal jetzt baut. Das ist im ländlichen Raum völliger Irrsinn, das hat man im Osten besonders gemerkt. Viele Gemeinden sind heute noch verarmt, weil irgendwann mal riesige Kanalnetze gebaut wurden. Das geht nicht, ist auch unnötig, völlig unnötig. Und das ist aber wieder ein Job. Ne? Jemand kann so ein Abwasserbetrieb machen. Und das ist so, wenn es groß genug ist, ist es leichter. Wenn es zu klein ist, dann entwickelt das keine Dynamik. Und es muss sozial interessant sein. Gut, ja. Das Wertschöpfung durch geringe Lebenshaltungskosten, das wird immer vergessen in den Büchern. Auch die Verringerung an Ausgaben gehört zur Wertschöpfung. Das ist eigentlich das wichtigste unternehmerische Prinzip, die Ausgaben senken. Natürlich, die Banken und alle wollen immer das Gegenteil. Die rechnen einem das hoch, dass man möglichst hohen Kredit aufnimmt. Aber schlau ist es, klein anzufangen, dann solide aufzubauen und sich nicht von Krediten abhängig zu machen. Zu Krediten ein Wort noch. Es gab, glaube ich, schon 150 Währungsreformen. Eine hat meinen Teil der Familie mal verarmt. Das Land hat die andere Teil der Familie gekriegt. Mein Teil der Familie hat viel Geld gekriegt. Dann kam die Währungsreform, aber das alles nur noch Altpapier. Und da
daraus kann man lernen, dass es sowas öfter gibt. Und viele Finanzleute, auch durchaus Konservative, sagen, es ist langsam wieder soweit. Und man diskutiert, wird es ein Faktor 1 zu 10, dann wird ein Euro nur noch 10 Cent wert sein. Und was ich jetzt gehört habe, und das ist alarmierend, Schulden werden in solchen Währungsreformen nicht gleichmäßig entwertet, sondern zum Beispiel nur Hälfte. Die Schulden sind noch die Hälfte. Man hat dann plötzlich fünfmal so viel Schulden. Also Vorsicht vor Krediten. Lieber private Finanzierungen auftun und so weiter, ein Genossenschaftsmodell mit Anteilen, CSA und so weiter. Gut, dann vorhandene Dörfer sind schwierig, Renovierung ist ein anderes Thema. Man kann aber, wenn man jetzt ein neues Dorf macht mit Neubau-Modulhäusern, kann man ein altes Dorf durchaus mit hochziehen, weil dann da Wirtschaft wieder passiert. Dann gibt es auch Leute, die brauchen vielleicht so ein Haus. Aber andersrum ist schwierig. Minifarmen sollten Modulhäuser haben, also auch so eine Minifarm, Permakultur, Minifarm sollte ein eigenes Haus sein. Rechtlich geht das in Verbindung mit einer Hofstelle, das heißt ein Bauernhof ist eine Hofstelle. Da muss auch ein Bauer dabei sein. Also in den Reihen muss man einen Bauern haben oder jemand, der eine entsprechende Qualifikation hat. Es gibt auch nebenberufliche Weiterbildung, zum Beispiel in Bayern, ganz unterschiedlich geregelt, aber Hofstelle und das Stichwort landwirtschaftliche Privilegierung. Ich bin Gartenbaubetrieb, deshalb darf ich auf meinem Land wohnen. Gemeinden können das bewilligen. Sie zieren sich, selber noch nicht so sehr, aber dann kommt plötzlich das Landratsamt und sagt, ja, was macht ihr denn da? Und dann muss man einen Gemeinderat haben, der stark genug ist und sagt, ja, hier, Subsidiaritätsprinzip, wir wollen das. Und da muss man einen guten Weg finden und einfach auch solide auftreten, den Plan genau zeigen, von vornherein, ganz transparent, überhaupt nicht irgendwie was hinterm Berg halten, das große Bild auch denen zeigen und dann kann das laufen. Aber das ist ein hartes Ding. Also ich bin da in mehreren Prozessen jetzt, nicht Prozesse vor Gericht, sondern in mehreren solchen Planungen mit dabei und es sind schon gar nicht so ganz einfache Diskussionen. Aber es scheint doch auch viel Interesse da zu sein, weil halt einfach diese Entvölkerung, weiß jeder, dass das nicht geht. Also ein Bauer würde pro Dorf reichen, oder? Ja, genau. Das ist dann die Hofstelle mit einem Bauern und dann ist halt die anderen gehören dann zu dem Hof. Und dann hängt es wieder von Bundesland ab, wie das dann letztlich geregelt ist, ob jetzt die Minifarm auch noch die Qualifikation nachweisen kann. Meistens kann man die Qualifikation nachweisen über Tätigkeit in dem Bereich. Also wenn man ein paar Jahre Permakultur gemacht hat, hat man die Qualifikation von selber. Was ist jetzt die rechtliche Basis nochmal konkret? Hofstelle und landwirtschaftliche Privilegierung. Ja, also, das ist normales Recht. In Deutschland, ganz Deutschland. Und da gibt es aber jetzt hier, wir haben einen Fall jetzt, wo halt eine Gruppe einen 30 Hektar Hof gerade kauft. Die haben auch schon einen Kaufoptionsvertrag. Und die Gemeinde findet das toll, die freuen sich, neue Leute da passiert was. Und jetzt ist aber da das Landratsamt, sagt jetzt, nee, bei denen ist nicht Landrat, aber nicht die Behörde, die zuständig ist, sagt jetzt, ja, Betrieb 30 Hektar, da dürfen maximal 6 Leute leben. Und ich meine, da fällt einem doch nichts mehr ein, oder? Ich meine, das ist so ungefähr wie, man könnte sagen, ihr dürft nur agrochemische Landwirtschaft machen. Und die geht gleich hier zur Bank, da könnt ihr den neuen Trecker besorgen, aber kauft gleich an aus den USA, weil die lenken uns fern hier. Ne? Weil wir arbeiten für die Konzerne, deshalb schreiben wir euch das vor. Wenn ihr lokal produzieren sollt, könnt ihr gleich vergessen. Ne? Also, insofern, das wird noch ein politischer Prozess werden. Und wenn viele Leute das fordern, werden wir das hinkriegen. Und selbstbewusst, professionell arbeiten, ganz offen argumentieren, keine Heimlichkeiten. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Auch gleich sagen, wir wollen hier letztlich 150 Leute sein. Ne? Und so wollen wir produzieren. Wir haben eine Wertschöpfung von, was weiß ich da, 5 Millionen Euro im Jahr oder was auch immer. Also auch die Zahlen präsent. Gut, das wäre ein eigenes Thema und geht da gut mit um. Also wirklich das Erste ist Bürgermeistertermin, dann Einladung zum Gemeinderat. Ich unterstütze gerne, indem ich da auch bei der Konzeption helfe oder halt, dass wir mal eine Masterarbeit machen, wo man ein Projekt mal durchgeplant kriegt und so weiter. So, das ist mein Haus, ich mir das jetzt vorstelle, ein Modulhaus und
relativ klein, weil ich brauche nicht so viel Platz. Und Grundriss immer ein getrennter Raum, sodass man halt auch, wenn man zu zweit da lebt, einen Rückzugsraum hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel, bei mir sind die Kinder jetzt schon langsam etwas größer, die werden da nicht mehr mit hinziehen in den nächsten Jahren. Und wenn aber jetzt jemand als jetzt ein junges Paar zum Beispiel so ein Haus baut, dann braucht man noch so eins daneben, wenn Kinder kommen, und dazwischen macht man noch einen Wintergarten. Dann hat man plötzlich da ein Haus, was groß genug ist mit Kindern, und wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann habe ich ein anderes Haus mit eigenem Eingang. Hole ich die Eltern nach oder Freunde ziehen ein, machen da irgendwo auf der Seite mit. Man hat ja genug Abstand, dass man sich nicht in die Haare gerät dann, ne? Und auch hier Geomantie, keine Ecken, sondern das Runden. Ne? Und es ist schwierig im Bau, aber innen Lehm zum Beispiel, also Vollholz bauen und innen Lehm, damit man halt atmende Wände. Und in den USA gibt es die Gruppe Open Source Ecology, die haben auch so ein ganz winziges Haus entwickelt, was aber gut zum Leben ist. Und die haben Baupläne im Internet, kann man sich direkt runterladen. Und wenn man ein kleines Modulhaus hat, also so ein Haus, ist natürlich nicht viel Platz drin, aber auf dem Land gehe ich ja einfach raus. Das ist nicht wie in der Stadt. Ne, wenn ich in der Stadt 30 Quadratmeter habe, ist das wenig. Wenn das 30 Quadratmeter ist, ich habe ja hunderte Quadratmeter ringsrum, kann mir der auch noch ein Dach machen, dann kann ich rausgehen. Aber was dann der Knaller ist, ich habe natürlich ein Gewächshaus, wo ich einen Tisch noch reinstelle. Und das ist in Schweden im Januar. Da war ich bei Kollegen eingeladen, die eine Permakulturfarm haben. Fand ich klasse, die sind Limnologen. Und wir haben im Januar da wunderbar draußen gesessen, am Abend, auch in die Dunkelheit rein. Und als wir dann rauskamen, die Tür vom Gewächshaus aufmachen, da war bumm, so richtig die Kälte da. Und es ist großartig. Also erweiterter Lebensraum ist sowieso da. Und ja, das kann man gleich mit einplanen. Und so sieht dann die eigene Umgebung aus. Man sollte immer auch eine Wasserfläche haben und eine schöne Umgebung. Nicht jetzt irgendwie eine Gegend suchen, die sehr langweilig ist, sondern halt da, wo man auch gerne Urlaub macht oder wo ein Fluss ist oder ein See, große Wälder, Hügel, Berge und so weiter. Und da, wo es einfach wirklich nur platt ist, dann macht man halt einen Riesensee noch gemeinsam und nimmt den auch als Aquakultur und so, ne? Wo man aber auch dann schwimmen kann. Und man soll es sich schön machen. Also das ist halt einfach, das soll das gute Leben werden. Also jetzt nicht irgendwie Askese, und die kann man auch machen, oder kann man ja so einen Außenposten machen. Askeseabteilung, ist auch eine Dienstleistung. Gut, für Unternehmer noch ein paar Zahlen, wenn man das jetzt mal hochrechnet. Ich mache es mal ganz kurz. Ackerland Deutschlands, wie viel kann man da machen? 25.000 neue Dörfer. 2,5 Millionen Arbeitsplätze im Grunde entstehen dadurch, und dann entsteht eine Wertschöpfung von 100 Milliarden Euro pro Jahr, allein für Deutschland. Das ist schon eine Hausnummer. Und deshalb wird das nicht ganz kampflos gehen. Also dieses Geld verdienen jetzt andere, die verdienen weniger, weil das ist Junkfood-Zeug ist und billig, Aldi-Ware. Hochwertig wäre das so eine Größenordnung. Aber wir sollten es machen. Klein anfangen, aufbauen, aber so könnte das letztlich werden. Und Stadt und Land ergänzen sich, und damit komme ich zum Ende. Um die Stadt herum sollten immer Gartenringe sein, sollte ein normales Element von Städten sein. Also eine Stadt, die funktioniert, hat einen Gartenring, oder? Das ist einfach, warum ist das heute nicht? Und dann kann da das Zusammenwirken sein, man verkauft hochwertigste Nahrung, die die Menschen gesund erhält. Wir kommen dann auf Lektinfrei und wissen auch, welche Sachen gut sind. Die Leute werden nicht mehr krank. Und gleichzeitig haben die dann da so eine kleine Kiste stehen, wo die Küchenabfälle reinkommen, die dann wieder mitgenommen werden, wenn die nächste Gemüsekiste gebracht wird, sodass halt auch die hochwertigen Küchenabfälle wieder zurückkommen. Das Glyphosatzeug soll im Müll oder verbrannt werden. Und so kann man dann zusammenarbeiten. Die Leute wissen, wo das herkommt. Die kommen mal raus zur Jahresfeier des neuen Dorfes oder was auch immer. Und so kann da ein schönes Zusammenleben entstehen. Und zum Abschluss aufs Land für die Freiheit.
Landluft macht frei, kam aus einer Aufstellung, das wir gemacht haben hier für Neues Dorf. Also auch unbedingt immer Aufstellungen machen. Das ist auch ist im Unternehmerischen ja auch durchaus jetzt üblich. Ne? Ich weiß nicht, haben Sie Aufstellungsarbeit schon gemacht, auch für Unternehmen? Ja. Vor 15 Jahren schon mal im Zug eine Frau kennengelernt, die machte Aufstellung für die Commerzbank, also für die Top-Etage, die absolute Top-Management, machte die vor 15 Jahren schon Aufstellungsarbeit. Da war das noch völlig verblüht. Weil die nutzen das. Ne? Das ist eine super Methode. Lokale Produktion statt globaler Kontrolle ist ein sehr politisches Thema. Die Zeit ist reif, das merke ich bei jedem Vortrag. Auch hier, also super. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir wollen positiv eingestellte Anpacker. Wir haben Jahrzehnte damit verbracht, irgendwie so Laberkreise zu haben, wo man sich irgendwie die Triggerpunkte so gegenseitig, ne? Der Gleiche erzählt immer wieder jeden Samstag im Plenum die gleiche Geschichte, der Gleiche antwortet genau, fast immer Männer, die sind ja viel schlimmer da. Und dann ist da so diese Co-Abhängigkeiten, die werden dann da irgendwie so ausagiert. Und das ist sowas Absurdes, Lächerliches. Und deshalb einfach eine andere Kultur da haben. Es gibt halt viele Ansätze, Ökodorfbewegung, Permakultur, Transition Town, Anastasia-Bewegung. Und da kann man dann gucken, was man machen möchte. Nachbarschaft statt enger Gemeinschaft. Ne? Man kann sich schon selber aussuchen, mit wem man was machen will. Man muss nicht ständig im Plenum zusammenhängen. Und bei 150 Leuten ist das eh Quatsch. Ne? Und das, was man regeln muss, macht die Genossenschaft. Und alles andere ist Gemeinderecht. Wir machen ganz normal über Gemeinderat, wenn eine Straße erneuert werden muss. Da muss man nicht das Dorf neu erfinden. Wir haben gutes Gemeinderecht. Wir müssen nur Gemeinderäte haben, die das Rückgrat haben, auch mitzumachen. Grüne Parteien. Ja, die Parteien sind es nicht, es sind die Leute. In allen Parteien gibt es klasse Leute und in allen Parteien gibt es Vollidioten. Und es ist, was gut ist, dass sehr viele auch diese freien Wählergruppen jetzt gibt, die sind ja viel etabliert. Und ich glaube, da kann man auch einfach, man findet immer Leute und das ist parteiunabhängig. Aus meiner Sicht, es hängt an guten Leuten. Und auf Gemeindeebene, die meisten Dinge laufen da in Konsens, sowieso. Das ist jetzt gar nicht so diese große politischen Kämpfe, das ist eher so die Hahnenkämpfe für die Medien. Er meinte aber, die haben überhaupt die Parteien? Die Frage war ja gestellt. Das würde ich nicht aufmachen. Also wenn Parteien wirklich Leute nach oben bringen, die ernsthaft was Gutes machen wollen, wenn sie oben sind, das auch noch können, dann wäre das gar nicht so schwer. Aber wenn immer der große Kotau kommt, ne? Digitalisierung, wenn in Davos gesagt wurde, wir brauchen nur noch Roboter, die ganze Industrie wird nur noch mit Robotern gemacht, ne? Das kam in Davos. Und danach redeten alle Politiker, die was werben wollen, Digitalisierung. Die sagen nicht jetzt Roboter, wir brauchen keine Menschen mehr, ne? Das würde ja Menschen doof finden. Aber überall Digitalisierung. Bei jedem Forschungsantrag muss jetzt Digitalisierung drüber stehen. Es gibt überall Professuren, noch mehr für Informatik und so. Und das sind diese Ansagen von außerhalb des Parteisystems, die dann da ja, brav umgesetzt wurden. Also das ist einfach ein trauriges, peinliches System, das aber, glaube ich, auch viele satt haben. Und das jetzt gerade in den USA schon auseinandergesetzt. Ich denke, es geht mehr als um die Frage Parteien oder nicht Parteien und das, was im Hintergrund im Prinzip hier diktiert, was die Wirtschaft diktiert, ganz viele Sachen, nur das für sie genau. Sehen. Ja. Ja, das ohne jetzt irgendwo irgendwas zu belegen, aber der Papst hat ein schönes Zitat dafür gebracht, die Diktatur der gesichtslosen Wirtschaft, die dahinter steht und nicht sichtbar ist. Ja. Mit Trump ist für meine Begriffe erstmalig das Gesicht offen zu Tage gedreht. Sehr nett. Ja, also kann man es auch so sehen. Ja. Präsidenten davor waren, die haben das Gleiche vertreten, aber es ist so, dass die Globalwirtschaft ist einfach viel zu mächtig geworden, beziehungsweise die dahinter stehen. Und das hat Eisenhower ganz klar gesehen, er hat, als er seine Abschiedsrede gehalten hat, hat er 1962 gesagt, der militärisch-industrielle Komplex ist so mächtig geworden, dass er unsere Freiheit bedroht. Und seit 62 ist viel schlimmer geworden. Viel schlimmer. Und wir werden jetzt aber wach, wir können uns das angucken und einfach mal kapieren, was im Hintergrund abläuft. Und das ist so das Thema, wo man einerseits sagen kann, ja, wir können ja eh nichts machen. Einerseits, die Macht ist am Ende, da bricht ganz vieles jetzt zusammen, da landen jetzt ganz viele im Knast,
Ne, da hört man sehr viel aus den USA, das ist sehr ermutigend. Und auf der anderen Seite können wir lokal alles machen. Wir können lokal eine Wirtschaft aufbauen, die sehr stabil ist. Und dann sind wir nicht mehr so leicht zu manipulieren und zu beeinflussen. Und dann können wir auch Paroli bieten. Jetzt kann man eine Verbindung herstellen, und zwar ganz wesentlich die Nachbarschaft statt enger Gemeinschaft. Und zu diesem, was gerade angesprochen ist, diese Exzessierung der egoistischen Wichtigkeit, dieser eigenen egoistischen Wichtigkeit, die aber auf jeden Fall krank ist, ja. Das genauso ist ja auch krank, diesen gegenübergestellt, dass zu enge Gemeinschaft gemeinsam dasselbe sagen und dasselbe denken, hat keinen Sinn, sondern jeder ist spezifisch, mit solchen speziellen eigenen Angelegenheiten konfrontiert, dass unbedingt sein eigenes Denken in einer kleineren Gemeinschaft, dieser eigenen, sagen wir einfach, Gemeinschaft von einer einzelnen Familie, dass es bewältigt werden muss, danach können irgendwelche Zusammenkünfte für Erfahrungsaustausch gemacht werden. Ja, genau. Aber da ist es, ja, das ist noch gesund, ja. Und, aber das Kranke genau. Ist eben das Egozentrische. Genau, und da ist das Wichtige, dass halt, das ist ja auch dieser Punkt, Anregung für persönliches Wachstum. Und es ist einfach so, dass wir fantastische Methoden haben, wie wir wegkommen können von Kindheitstraumata, von Familienverstrickungen, von irgendwelchen Dingen, die uns klein halten. Und ich habe selber mal eine Ausbildung in Psychokinesiologie gemacht bei Klinghardt, hatte keine Lust mehr aufs Abwasser, wollte meine Professur dafür aufgeben und eine Praxis aufmachen, weil das System ist so großartig, da stehe ich auch nach wie vor zu, dass man einfach so leicht diese ganzen Traumata auflösen kann. Ne? Aufdecken, Biofeedback, kinesiologisch aufdecken, alte Traumata, die ganz schlimm sind, verdrängt, deshalb muss ich die anders rausfinden. Ich kann das inzwischen intuitiv finden, das ist noch leichter. Und dann kann man halt das zur Sprache bringen, das ist schon die halbe Heilung, das auflösen und dann kann der Mensch er selber werden oder sie selber werden. Und dazu gehört aber auch die Biochemie. Wenn ich dann kein Lithium habe, dann trotzdem nicht gut. Und wenn ich kein Zink habe, werde ich dann trotzdem krank. Ja, das ist alles sehr vielschichtig. Ne? Und im Winter Vitamin D und da gibt es viele Themen, die wirklich absolut wichtig sind. Und das andere ist halt chronische Infektionen. Das ist immer das chronische Infektion, Vergiftung, Schwermetallbelastung, Aluminium im Körper und die psychischen Blockaden. Das ist immer ein Feld, was gemeinsam bearbeitet werden muss. Und das führt dann zu persönlichem Wachstum. Und da kann ich nur empfehlen, die Sachen von Dietrich Klinghardt mal anzugucken. Absolut großartig, www.imkag, da gibt es auch schöne Videos von Klinghardt. Auch zu diesen mit Schwermetallen, Schwermetallausleitungen und so weiter. Und dann sollte halt Neues Dorf mindestens aus 150 bis 300 Leuten bestehen, viele Kleinbetriebe, kreativ damit umgehen, aber professionell planen und mit den Bauern zusammen. Also das ist am besten, wenn man Bauern hat, die eben keine Nachfolge haben oder wo die Kinder mitmachen, weil Land zu bekommen ist mit das Schwierigste bei den Ganzen. Wo die ganzen Landgrabber unterwegs sind und die Leute halt die Geldentwertung fürchten und jetzt noch Land kaufen, auf Teufel komm raus, kostet es, was es wolle, die Städte, kann man nicht zurück erwirtschaften, was die bezahlen, nur mit 50.000 Euro auf den Hektar und so ein Wahnsinn. Ich möchte jetzt Schluss machen, wir können gleich noch kurz diskutieren. Ja, das ist so die Zusammenfassung und das ist das Buch, da steht noch sehr, sehr viel mehr drin. Also ich konnte nur einen ganz kleinen Ausschnitt bringen, ich arbeite 15 Jahre an dem Thema. Ich habe Bücher genug dabei, wer sich interessiert, kommt her. Insgesamt wollen wir auch Verteiler machen, ne, über Micha. Ich schicke dann halt die Präsentation mit und diese Liste der Lektinhaltigkeit von Lebensmitteln. Und so kann man dann auch im Austausch bleiben, auch zu Gruppen, die jetzt hier tatsächlich in der Region auch was aufbauen. Wir hatten heute Nachmittag auch schon ein Gespräch, die sind jetzt schon weg, die waren beim anderen Vortrag. Wir haben 25 Hektar jetzt gekauft und bauen auch jetzt sowas auf. Also wer da Interesse hat, auch einfach über mich da Bescheid sagen. Das ist so die Elbe runter, wo Sachsen aufhört. Auch eine sehr schöne Gegend vor. Ich war noch nicht dort, aber wir wollen da auch jetzt ein bisschen mit planen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Land und wer da Interesse hat, sollte was tun und sich da einklinken. Ja, insofern danke ich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.